Es geht los. Wissen deine Zuschauer, was heute passiert, Bruder? Ich hab denen schon erklärt, mit wem wir es hier zu tun haben. Einige kenne ich ja schon. Ja. Die haben viele Fragen. Ich habe viele Fragen. Gut, es gibt viel, was so, glaube ich, so, was den meisten so im Kopf ist oder welche Themen so den meisten so im Kopf ist. Ja. Aber ich habe generell, also die erste Frage, wie kam es, dass du dich so damit beschäftigt hast? Wie es dazu kam, dass ich mich damit beschäftigt habe, eigentlich, guck mal, ich habe früher immer mit meinem Vater zusammen, als ich jünger war, D-Max, Mystery Channel und all diese Sender geguckt. History, nicht Mystery, History Channel und Animal, bla 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 gab es da auch, ne? Und irgendwann kam dann auf dem History Channel, kam dann so eine Doku über Area 51 und Aliens und sowas, ne? Und das war halt super spannend. So als Kind bis, was heißt Kind? Wie alt war ich da? Ich glaube 16 war ich da. Oder 15. 15, 16, so. War das halt super spannend. Und dann habe ich natürlich mich dafür interessiert. Und zu der Zeit kam auch gerade so das Internet raus. Für zu Hause. Also, ja, bist du, wenn ich fragen darf? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt die nächste Frage. 34 bin ich jetzt, Bruder. Krass, krass. 34. Aber hätte ich jünger geschätzt, tatsächlich. Danke vielmals, gut danke. Gut gehalten. Und so kam das dann halt immer, dass ich mich mit solchen Sachen beschäftigt habe. Und dann hatte ich halt Internet irgendwann. Und dann haben wir, meine Schwester und ich, haben dann so YouTube gefunden. YouTube kam gerade raus zu der Zeit, wo das Internet da war, kam dann kurze Zeit später YouTube. Und dann haben wir uns so Videos angeguckt. Und dann gab es so einen Channel, der hat halt nur so Verschwörungen und sowas gemacht. Und das war halt voll spannend, als Jugendlicher oder als Kind. Hörst du, wenn du sowas zum, du musst dir vorstellen, es gab kein TikTok und so, du hörst das zum ersten Mal. Also im Fernseher gab es nie irgendwas über Verschwörung und so ein Quatsch, weißt du? Es gab natürlich so ein paar Alien-Sendungen und hier und da, aber es gab nie so, dass die sagen, ja, ihr werdet sehen, es passiert das und das, Angriffe und bla und so ein Quatsch, ne? Und X-Factor, ja, gehört ja nicht dazu, Purple Cat. Jetzt sagt gerade jemand X-Factor. Aber das ist ja mehr so Dingensgeschichte so, keine Ahnung. Das waren erfundene Geschichten. Ja, genau, teilweise. Teilweise, ja. Und dann haben wir uns auf YouTube so Kanäle angeguckt und dann, so ist es eigentlich passiert. So hat das angefangen, dass wir uns, beziehungsweise ich mich dann dafür interessiert habe und dann Hardcore gesuchtet halt ganze Zeit, ne? Alles, was geht. Würdest du sagen, du kennst dich so mit jeder Thematik oder so, was heißt jeder, aber so die, würdest du sagen, so im Themenbereich Verschwörung bist du komplett belesen, so im Sinne von, du kennst... Jede Thematik? Also ja, jede Thematik ist immer schwer. Es gibt immer irgendwas, was du noch nicht kanntest. Aber so diese Hauptdinger, die jeder, ich will es jetzt nicht Verschwörungstheoretiker nennen, aber diese Hauptdinger, die kennt man. Vielleicht kenne ich noch ein bisschen mehr als andere, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so der maximale Experte bin. Man muss dazu aber auch sagen, du musst dir vorstellen, ein Thema zum Beispiel, sagen wir mal, das Thema Antarktis. Das Thema Antarktis kannst du wirklich studieren. Du kannst wirklich jahrelang dich nur mit der Antarktis befassen. Ich würde sagen, ich habe so ein allgemeines Wissen über verschiedene Themen und in einem gesunden Maße. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der so komplett hardcore in eine Sache reingeht und sagt, glaub mir, die Erde verschwindet irgendwann oder irgendwie sowas. Oder die Erde ist flach oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, da habe ich auch schon im Chat. Jeder fragt mich gerade, dass ich dich fragen soll bezüglich Earth Flat Theory und so, deswegen, aber ich will erstmal anders anfangen. Mich würde gerne interessieren, was ist deine Lieblingsthematik, deine Lieblingsverschwörungstheorie, wo du sagst, die hat dich am meisten gepackt? Also es gibt zwei. Okay. Zum einen ist das die Simulationstheorie. Boah, davon habe ich auch ein bisschen, ich war ja bei dir im Stream drin, by the way, ich war im Urlaub, ich war geisteskrank geworden im Urlaub, ja. Boah, ganz schlimm. Ersten Tage auch noch wahrscheinlich? Ersten Tage, ganz immer genau. Immer nach Fliegen bei mir auch. Und ich lag krank im Bett. Die ganzen Jungs, die waren draußen, haben den Urlaub genossen. Ich lag krank im Bett. Wo wart ihr? Ich war an dem Tag, wir waren in drei verschiedenen Orten in Griechenland. Chalkidiki, Peramos und Thessaloniki waren wir. Okay, aber Griechenland so. An sich. Und ich glaube, in dem Stream war ich 3-4 Stunden drin, weil ich hatte ich war ja zu Hause und es war für mich super. Und da habt ihr über die Simulationstheorie geredet. Das ist krass, beziehungsweise du hast über die Simulationstheorie geredet. Der Chat von mir weiß gar nichts. Wenn der Chat das jetzt hört. Das ist crazy, ne?
Also es ist komplett verrückt. Du kannst gerne anfangen, wir sind ja alle Ohr. Der Chat freut sich schon die ganze Zeit. Okay. Du kannst ja gerne schon mal mit der Simulationstheorie anfangen, weil mich interessiert das geisteskrank. Also zwei Themen sind halt interessant für mich. Es ist einmal die Simulationstheorie und es ist einmal die Antarktis, beziehungsweise die Theorie darüber, dass es innerhalb oder hinter der Antarktis, da müssen wir gleich nochmal genauer drauf gehen, dass dort ein Ort existiert, der nicht kalt ist, wo es 25 Grad ist, der Pflanzen hat und alles mögliche und so. Und das ist halt auch noch was Krasses. Das kenne ich nicht. Okay, erzähl ich dir. Guck mal, erstmal zur Simulationstheorie. Gerne. Die Simulationstheorie, also für mich, erstmal müsst ihr verstehen, ich bin nicht der Psycho-Verschwörungstheoretiker, sondern ich bin auch ein ganz normaler Mensch, der ganz logisch und normal denkt und der an Gott glaubt, ja. Aber die Simulationstheorie ist interessant, weil es Indizien dafür gibt, dass da etwas dran sein könnte. Und zwar, wir fangen mal ganz klein an. Überlegen, wenn wir heutzutage das Spiel oder die heftigste Grafik uns angucken, die es gibt, dann ist das die Unreal Engine 5.1, glaube ich. Und diese Unreal Engine, die kannst du nicht mehr unterscheiden, weil die fotorealistisch ist, die kannst du nicht mehr unterscheiden von Realität. So. Also du kannst ein Bild quasi machen mit der Unreal Engine und du kannst nicht sagen, ohne eine KI oder ohne Hilfe, kannst du nicht sagen, ist das jetzt echt, ein echtes Bild? Du kannst nicht den Unterschied zur Realität und der Engine sagen. Genau, das geht nicht. Kannst du nicht nennen. Kannst du nicht. Es würde halt nur gehen, wenn das Spiel dann gespielt wird und die Bewegungen unnatürlich aussehen. Aber wenn es ein Standbild ist, könntest du es nicht differenzieren. Das Ding ist, diese Grafik, die so weit ist, dass wir sie nicht mehr unterscheiden können, die ist gerade mal 60, 70 Jahre Grafikentwicklung. So, vor 60 Jahren gab es noch so zwei Punkte, die so miteinander, so, oder zwei Striche, die so einen Ball hin und her geschossen haben. Dieses Pong nennt sich das, glaube ich, ne? Oder Pac-Man. Das waren die Spiele vor 50 bis 70 Jahren. Das heißt, in 70 Jahren Entwicklung sind wir an den Punkt gekommen, wo wir es nicht mehr unterscheiden können. Und das sind gerade mal 70 Jahre. Auf jeden Fall muss man sich dann überlegen, okay, was ist jetzt am krassesten in Kombination mit dieser Grafik? Das wäre beispielsweise so eine VR-Brille. Dann bist du in dieser krassen Grafik drin. Es ist natürlich noch nicht so perfekt entwickelt. Du könntest aber jetzt schon die VR-Brille an einen sehr leistungsstarken PC anschließen und dann bist du in dieser Welt und so weiter und so fort. Es gibt halt nur noch kein Spiel, was so krass fotorealistisch ist. Ja? Jetzt überleg mal, wir gehen noch 100 Jahre drauf mit der Entwicklung. Das heißt, die VR-Brillen sehen schon ganz anders aus. Wahrscheinlich alles so voll perfekt, die Finger brauchst du, keine Handschuhe mehr und so weiter. Jetzt gehen wir noch viel weiter und jetzt nehmen wir noch eine Sache aus unserer heutigen Zeit und zwar das Neuralink von Elon Musk. Kennst du das? Ja, ich habe gehört, es wurde auch schon an manchen Leuten getestet. Das ist so ein Chip, der wird ins Gehirn implementiert und über diesen Chip kannst du, der wurde gemacht, um gelähmte Menschen wieder laufen zu lassen oder blinde Menschen wieder sehen zu lassen, also damit sollte man Krankheiten heilen. Man kann aber mal auch mit diesem Neuralink kann man auch einen Computer steuern und alles. So mit seinen Gedanken. Das ist ja schon crazy. Okay, das ist krass. Stell dir vor, diese Neuralink und VR-Brillen kombinieren sich. Das heißt, du brauchst keine VR-Brille, sondern das Spiel wird auf diesen Link geladen. Und das hat jetzt nochmal 500 Jahre Entwicklung. So, das war 70 Jahre, was wir jetzt haben, mit VR-Brille, mit allem. Und jetzt nochmal 500 Jahre drauf. Es ist ein Fakt, das braucht man gar nicht überlegen, es ist ein Fakt, dass die Computerspiele in der Zeit einfach nur so sein werden, dass du diesen Chip in deinen Kopf implementierst, du hast dann so einen Slot oder so und startest deine Simulation. So. Und das Krasse ist, du könntest dir, weil es ja an deinen Nerven, an deinem Gehirn angeschlossen ist, du würdest halt wie schlafen quasi und das würde deinen Sehnerv beeinflussen, deinen Fühlen, Geschmacks und was weiß ich was. Du wärst wirklich 100% da drin und du könntest es nicht mehr von der Realität unterscheiden. Und noch etwas, du könntest dir auch einstellen in so Parametern, also wie so einem Computerspiel die Einstellungen, könntest du dir einstellen, ich möchte nicht wissen, dass es eine Simulation ist. Es soll nur 5 Minuten in der echten Zeit sein, aber es soll mir vorkommen wie ein ganzes Leben von 90 Jahren. Könntest du machen. Richtig? Sind wir uns da einig, dass das möglich wäre? Wenn wir nochmal. Irgendwann möglich wäre, meinst du? Ja, safe. So in 500 Jahren Entwicklung. 100%. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Woher wissen wir denn, dass das nicht schon passiert ist und wir gerade in unserer Simulation sind? Und eigentlich so zu Hause gerade im Schlaf sind, Digga. Nein. Warte, es kommt doch krasser. Hey, ich habe Kopfschmerzen gerade. Nein, ich habe gerade schlagartig Kopfschmerzen bekommen. Die Simulation wehrt sich bei dir gerade so. Nein, er darf das nicht wissen. Guck mal, das ist krass schon mal, ne? Das ist krass. Jetzt pass auf. Jetzt würden wir sagen, ja okay, könnte sein, aber hey, wir haben keinen einzigen Beweis.
Ne? Jetzt gibt es aber leider ein verfluchtes Experiment. Es gibt ein Experiment, das diese These unterstützt. Denn in Computerspielen ist es so, wenn du GTA spielst, offline, dann lädt dein Computer nur den Bereich, den du dir anguckst. Hinter dir ist schwarz. Wir kennen das ja alle von GTA, früher auf PlayStation oder so. Immer wenn du dich umdrehst, auf einmal ist dein Auto. Und wenn du dich wegdrehst, ist da kein Auto und du drehst dich wieder um, ist dein Auto. Also es lädt immer nur den Bereich, den du dir anguckst. Das heißt, jetzt hinter mir müsste es schwarz sein. Oh, ist aber nicht. Also ich sehe es ja in der Kamera auch und so, ne? Aber es gibt ein Experiment, das sogenannte Doppelspaltexperiment. Und dieses Doppelspaltexperiment besteht darin, dass man Photonen durch so einen Schlitz schießt, ja? Mhm. Und die kommen auf der anderen Seite, also nach dem Schlitz, in so einem Wellenmuster raus und bilden dann quasi nochmal so zwei Streifen auf der. Ich mach's so unkompliziert wie möglich. Also man schießt Protonen durch einen Schlitz und auf der anderen Seite sind dann zwei Schlitze von diesen Protonen an der Wand. So, weil man die durch den Schlitz geschossen hat. Dieses Experiment haben Physiker gemacht und dann haben sie irgendwann das verstehen wollen und haben es beobachtet, während sie es durchgeführt haben. Und wenn sie es beobachtet haben, kam ein anderes Muster auf der Wand raus. Und wenn sie es nicht beobachtet haben, kamen wieder die zwei Schlitze. Also wenn sie es beobachtet haben, kam so ein Interferenzmuster, also komplett verstreut. Und wenn sie es beobachtet haben, oder andersrum, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, kamen diese zwei Schlitze. Das bedeutet, es passiert das Gleiche in der Quantenphysik wie in diesem GTA. Wenn du hinguckst, lädt es quasi den Bereich und alles sieht perfekt aus. Wenn du es nicht beobachtest, ist alles verschwommen. Und die können sich nicht erklären, warum das so ist. Bis heute können die nicht verstehen oder sich erklären, warum, wenn man es beobachtet, sich anders verhält, als wenn man nicht dahin guckt. So als ob das, sich. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Ja, das ist ein Fakt. So als ob so der das Computerspiel gemacht hat, gesagt hat, ja, wird ja eh keiner in diese Mini-Quantenwelt gucken, Digga. Komm, scheiß drauf, brauchen wir nicht machen, frisst nur Ressourcen. Weißt du, ich meine? Ich verstehe vollkommen was. Also ich bin komplett bei dir. Und das ist halt so ein Fakt, der so die Leute so stutzig werden lässt, wo sie sagen, Bro, wie kann das sein? Weil die Quanten können ja nicht wissen, dass wir die angucken. So Quanten, was sind Quanten, Bruder? Die wissen es ja nicht. Und das war so. Sag erstmal. Nee, ich wollte gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, das ist halt so. Ich war an dem Tag, wo du auch über diese Simulationstheorie gesprochen hast, hast du auch über einen Binärcode gesprochen gehabt. Ja. Das ist auch. Kannst du das mal. Ich versuche. Also da wird der Chat halt, glaube ich, komplett. Ich erkläre die Sachen immer so. Haltet euch fest. Ich erkläre die Sachen immer so primitiv wie möglich, weil das braucht. Normalerweise muss man die ganze Vorgeschichte und Vordinge erzählen. Aber verständlich erklärt ist es so: Das Universum besteht ja aus Strings. Es gibt ja die String-Theorie, ja? Das sind alles wie so Gitarrenseiten, die in einem unterschiedlichen Muster sich bewegen. Und diese String-Theorie, die hat man, wer war das nochmal? Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Er hat es erforscht auf jeden Fall, ein Physiker auch. Und er hat dann so lange dran geforscht, dass er irgendwann gemerkt hat, so in diesem kosmischen Netz, welches aus Strings besteht, hat er dann einen Binärcode gefunden. Und Binärcode ist ein ganz bestimmter Fehlerkorrekturcode aus der Computersprache. Also das ist nichts, was du in der Natur finden kannst. Das hat jemand erfunden, diesen Binärcode. Weißt du, wie ich meine? Und den hat man quasi im Netz des Universums gefunden. Und die Leute sagen, das kann nicht sein. Wie kann das? Das kann doch nicht im Universum aus Einsen und Nullen bestehen. Also es ist unmöglich. Und normalerweise gucke ich noch Videos mit den Zuschauern, dass sie das so selber sehen. Und weil ich kann es halt nicht so gut erklären wie ein Physiker. Ne? Ich bin ja kein Physiker. Aber das ist auch so eine Sache, wo sich die Wissenschaftler fragen, wie kann es sein, dass ein Fehlerkorrekturcode, weil das ist nicht irgendein Code, Bruder. Das ist so, du machst dir ein Logo. Du erstellst dir ein Logo für deinen Twitch-Account, für deine Marke, was auch immer. Ja, das sieht ganz bestimmt aus. Hast du selber gemacht. Und dann gehst du auf den Mars oder auf den Mond und da hat irgendjemand das Logo reingeritzt auf dem Mond, in den Stein. Da würdest du auch sagen, das kann nicht sein, Bruder. So unglaublich ist das. Also es ist nicht irgendein Code, wo du sagst, könnte Zufall sein. Es ist ein Fehlerkorrekturcode, den man in der Computerwelt benutzt. Und den hat man gleichzeitig im Universum gefunden. Und das ist halt, das ist halt sehr crazy. Was macht das mit dir sehr? Also ich meine, du hast dich ja schon mit so vielen Themen befasst. Ja. Was macht das mit dir? So nachts im Bett oder so über den Tag hinweg? Komischerweise fragen mich das viele. Aber ich sehe die Dinge halt, ich sehe halt so die Dinge und sage mir, okay, das könnte sein. Aber ich persönlich glaube immer an Gott.
So, auch wenn es das gibt, auch wenn das eine Simulation wäre oder auch wenn, was weiß ich was, ich glaube immer am Ende an Gott. Irgendjemand muss ja ganz außen sein, der alles gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Und ich befasse mich mit den Sachen nie so viel, dass man quasi verrückt werden könnte, sondern immer nur so im gesunden Maße, dass ich sage, es ist Content, gleichzeitig interessiert es mich wirklich, aber ich habe keine Zeit, kein Geld, keine Mittel, das richtig zu erforschen. Also interessiert es mich auch nicht. Also ist auch immer diese Grenze da, weißt du, ich meine? Aber stark, feier ich. Also dass du, weil es gibt ja viele Leute, die sich damit befassen und dann irgendwie in gewissen Theorien, jetzt zum Beispiel, dass die Erde flach ist, als grobes Beispiel, und dort halt einfach irgendwie hängen bleiben und daran festhalten und irgendwie dann Thema Religion oder jetzt lass mal, nehmen wir jetzt mal als Thema Gott, als halt einfach vergessen, dass sie ja eigentlich gottesfürchtig sind und an Gott glauben etc. Das heißt, die zwei Themen gehen irgendwie nicht so wirklich Hand in Hand, also generell Verschwörungstheorien und Glaube geht ja nicht wirklich Null, Hand in Hand. Nie. In gewissen Themen, zum Beispiel es gibt ja, wie heißt die Bevölkerung unter der Erde, man weiß nicht wo. Gog und Magog, genau. Ja. Die wird ja auch im Islam aufgeholt. Das heißt, es gibt viele, viele Themen. Ja. Nichtsdestotrotz, die größte Thematik bleibt bei mir, war bei mir schon immer so Erde flach und Antarktis, weil über die Antarktis habe ich sehr viel gehört. Ja. Vieles davon hat sich im Endeffekt herausgestellt als Bullshit. Ja, safe. Zum Beispiel, dass man die Antarktis auf keinen Fall besuchen darf. Dann habe ich gehört, man darf Expeditionen durchführen. Darfst sie besuchen, darfst auch Expeditionen führen. Ich habe einen Streamer-Kollege, der sagt auch immer, man darf da nicht hin, man muss sich Genehmigung holen. Ja, Bruder, wenn du Auto fahren willst, musst du dir auch eine Genehmigung holen. So, ist ja klar, dass du, wenn du an die Antarktis gehst, dass du dir eine Genehmigung holen musst. So, ne? Also ganz kurz erstmal zu der einen Aussage von eben, dass es nicht vereinbar ist mit Gott, also diese Verschwörungstheorien und diese unglaublichen Themen. Theoretisch schon, aber du musst halt immer eine gesunde Truppe haben, weißt du? Wenn du jetzt auf Twitch bist, würde ich wieder sagen, ja, ist schwer, weil du halt die Zuschauer nicht, du kennst die nicht. Du weißt nicht, wer jetzt jeder einzelne, wie die Einzelnen drauf sind privat, weißt du? Aber interessant ist ja auch, dass viele Verschwörungstheorien auch mit Religion in Verbindung sehr, sehr interessant sind. Zum Beispiel meine Schwester hat mir gestern einen Teil aus dem Koran geschickt. Sie liest den Koran, sie ist Muslim geworden irgendwann. Und sie hat mir gesagt, ey, Migo, guck dir das mal an. Hier steht einfach, dass Gott der Herrscher von Sirius ist. Und Sirius ist ein Planeten, den hat man, also das ist so crazy, das hat halt, also kein Moslem kommt zu dir und sagt, ey, hier steht drin, dass Gott der Herrscher von Sirius ist. Weißt du, was ich meine? Des Planeten Sirius. Und meine Schwester liest das halt und sie findet sowas auch interessant, was ich mache. Und sie kam dann damit zu mir. Und da steht wirklich drin so im Koran, Gott ist der Herrscher vom Planeten Sirius. Und ich denke, und ich sag, glaub ihr das nicht, Digga. Und ich gucke so selber nach. Ich sag so, crazy, das steht wirklich da drin. Das war zum Beispiel auch eine Sache, die dann interessant werden könnte, weil jetzt pass auf, es gibt einen Stamm in Afrika, warte, lass mich kurz gucken, der Stamm der Dogon, bevor ich es falsch sage. Stamm der Dogon in Burkina Faso, im Nordwesten von Burkina Faso, ursprünglich in Mali. Und der Stamm der Dogon, die sind primitiv, also die laufen noch mit Pfeil und Bogen rum und so, ne? Und die sagen, und die hatten in ihrem Dorf, hatten die wie so ein Monument von Stein. Und irgendwann hat dann irgend so ein Reisender gesagt, hey, was ist das eigentlich da, was ihr da habt? Und dann haben die gesagt, das sind die Planeten, unser Sonnensystem und so. Und dann hat der da nochmal mit einem Wissenschaftler nochmal... Nee, mit einem Wissenschaftler das überprüft und dann hat dieser Wissenschaftler gesagt, ja, okay, das ist unser Sonnensystem, aber den und den Stein, welchen Planeten soll das darstellen, ne? Dann haben die gesagt, ja, das ist der Planet, wo unsere Dinge hinkommen, die Himmelsmenschen, die zu uns kommen und uns diese Information geben, die haben uns das gesagt, dass die da leben, ne? Und dann haben die gelacht und gesagt, ja, die haben in die Sterne geguckt, aber diese Planeten gibt's nicht so, die sind verrückt, also die machen da zwar ihre Astrologie, gucken in den Himmel, aber die Planeten gibt's nicht, können die in die Tonne hauen, ne? Das Witzige ist, ich glaube, fünf oder sechs Jahre später kam ein neues Teleskop raus und dann hat man diese Planeten gefunden. Dieses James-Webb-Teleskop? Ich weiß nicht, ob es das James-Webb oder das Hubble war. Ich glaube, es war das Hubble-Teleskop. Und dann hat man diese Planeten gefunden. Diesen Planeten Sirius gefunden. Genau, Sirius A und B. Weil Sirius, und das Ding ist, die sind mit Pfeil und Bogen unterwegs. Woher sollen die das wissen?
Und die haben die halt gefragt, woher wisst ihr denn, dass dein Planet ist, ne? Da haben die gesagt, ja, das sind die, die da leben, die sind zu uns gekommen und die zeigen uns das immer. Die bringen uns Sachen bei, wie wir Sachen einpflanzen, wie wir unsere Wirtschaft höher kriegen, wie wir mehr Ertrag haben aus den Pflanzen und so weiter und so fort. Und das kann nicht sein, Bruder. Verstehst du? Stell dir mal vor, ein Kind kommt zu dir und sagt zu dir, ey, du hast minus 500 Euro auf Konto und dann geht das weg und dann guckst du auf dein Konto und das ist minus 500 Euro. Woher soll das Kind das wissen? Oder was weiß ich, ein Hund kommt zu dir und sagt dir das. Keine Ahnung, so weißt du, wie ich meine? Es ist halt crazy, das geht nicht. Die können das nicht wissen. Du sagst halt auch Sachen, die höre ich, das ist halt das Geile, ja. Der Talk, und das ist halt das Coole. Ja. Du wirst wahrscheinlich noch im Laufe des Talks Dinge erzählen, weil mein Chat hat gerade dann gar nichts mehr geglaubt. Ja, crazy. By the way, die sagen auch, du hast eine sehr angenehme Stimme. Dankeschön, liebe Grüße. Habe ich aber auch schon mal gesagt. Danke, danke. Das ist halt das Coole, ich höre hier Dinge, die ich noch nicht gehört habe. Und es sind nicht so diese üblichen Themen, die du, keine Ahnung, in der Shisha-Bar hörst, wenn du mit deinen Kollegen bist. Oder das sind halt geile Themen. Das sind die auch voll Interesse wecken. Ja, safe. Warum ich dir das jetzt gesagt habe mit diesem Sirius-Ding? Weil im Koran steht halt, dass Gott der Herrscher von Sirius ist. Das steht im Koran halt drin. Und der Stamm der Dogon erzählt, dass da die herkommen, die denen die Information bringen. Es ist halt. Und die haben sicherlich nicht den Koran in der Hand oder dort. Nein, das sind keine Muslime. Das ist halt crazy, ne? Es gibt sehr viele Sachen. Wir haben ja genug Zeit, Bruder. Du hast ja noch, wie viele Stunden hast du? Oh, ich hab Zeit zum Abwinken. 16:44 habe ich noch offen. Ja, perfekt, alles gut. Nee, es gibt super viele Themen. Das war jetzt immer so ein bisschen zum Reinkommen, damit die Leute so... Hier hat jemand zum Beispiel ein paar Sachen hintereinander geschrieben. Das waren sogar, glaube ich, Themen, die du alle schon bearbeitet hast und schon durchgemacht hast. Warte, wo war das? Ich glaube, Shorty hat das geschrieben. Pyramiden, 9-11, Anunnaki. Was ist Anunnakis? Anunnakis. Anunnaki? Anunnaki, ja, Anunnakis. Das hast du auch mal... Ich habe irgendwann mal einen Clip gesehen, wo du, glaube ich, über das Thema gesprochen hast. Anunnakis? Ja. Anunnakis ist auch krass, Digga. Das sind wirklich Themen, über die du normalerweise stundenlang reden kannst. Guck mal, die Anunnaki sind ein Volk, welches in Steintafeln detailliert beschrieben wurde. Und diese diese Steintafeln hat man damals in Syrien gefunden. Und zwar waren das 30.000 Steintafeln, wo die Geschichte der Anunnaki in Keilschrift eingeritzt wurde quasi. Keilschrift ist quasi so ein Keil, den du hältst und damit machst du dann verschiedene Figuren, beziehungsweise verschiedene Buchstaben, die aber nicht aussehen wie Buchstaben. Das ist so eine ganz komplizierte Schrift. Und diese Schrift hat man entziffert, aber noch nicht komplett. Und diese Steintafeln erzählen die Geschichte über die Anunnaki, dass die uns gezeugt haben quasi. Das steht da drin. Und die Geschichte, also diese Steintafeln sind 5.000-6.000 Jahre älter als Christus. Das heißt, die sind nochmal noch viel älter als unsere Geschichten. Und das Lustige ist, beziehungsweise das Merkwürdige ist, dass da drin steht, dass der Mensch aus einem Wesen von der Erde und einem Anunnaki quasi gekreuzt wurde. Und so sind wir intelligent geworden. Das war einmal dieser Homo erectus, der irgendwann mal gelebt hat vor 1, so und so 4 Millionen Jahren. Halt ein Anunnaki. Und daraus sind wir dann entstanden. Und das Witzige ist, die Geschichte der Anunnaki, die ist ähnlich wie die Geschichte aus Koran oder Bibel. Da gibt es einmal einen, der im Himmel herrscht, also wie bei uns Gott quasi. Und dann gibt es einen, der auf der Erde herrscht, der sich dann mit dem aus dem Himmel streitet. So wie der Teufel quasi mit Gott. Also Lucifer oder Shaitan, Iblis, wie er auch ihn nennt, der hat sich ja mit Gott gestritten und ist deswegen verbannt worden aus dem Himmelreich und ist dann ohne Flügel, also ich sag's jetzt so, wie es bei uns in der Bibel ist, ohne Flügel dann auf der Erde gelandet quasi. Ne? Und die Geschichte von denen ist genauso. Nur ist da das Problem, dass der auf der Erde ist, also für uns der Teufel, dass der uns retten will und der Gute ist. Also es ist quasi die gleiche Geschichte wie bei uns, nur umgedreht. Der verbannt wurde vom Himmelreich, der ist auf der Erde und der im Himmel ist, der lässt noch eine Flut für die Menschen da, weil er die nicht haben will und sagt, ja, wir haben die jetzt benutzt, wir brauchen die nicht mehr und bla bla bla. Und wir haben das Gleiche in unserer Geschichte. Wir haben ja auch eine Flut mitgemacht. Ja. Da ja, wurde Noah dann gewarnt und so weiter und so fort. Und die Geschichten sind aber viel, viel älter als all unsere Religionen. Und viele Menschen sagen halt, was ist, wenn das die Geschichte ist, wie wir entstanden sind, aber irgendwann wurden dann diese Religionen gemacht.
warum gibt es überhaupt so viele verschiedene Religionen und so weiter und so fort. Aber das ist so, da lässt sich drüber streiten. Das ist immer so. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ein riesen Thema. Ne? Ja, ja, deswegen sage ich auch. Diese Themen sind zum Beispiel unendlich groß. Da kannst du locker 4-5 Stunden drüber reden. Und das sprengt halt immer das Spektrum. Ne? Weil wenn es um Religion geht, dann will ich das nie so die Leute verletzen und das so kurz erzählen und sagen, sondern immer schön ausführlich, dass man auf alles eingehen kann. Ja, schreibt schon einer. Nein, glaube ich nicht. Astaghfirullah. Ja, natürlich. Ich glaube es auch nicht, Bruder. Ob ich das jetzt, wenn mich jemand fragt, glaubst du das? Nein, Bruder, natürlich nicht, Bruder. Ich glaube an Gott immer noch. Es geht ja, der Chat, und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist nochmal ein Disclaimer für den kompletten Stream. Ja. All das, was ich ihn heute frage, daran glaubt er nicht. Sondern nein. Über die hat er recherchiert. Über die kann er sich mit anderen Leuten unterhalten. Ja. Es ist nichts, woran wir oder er explizit dran glaubt. Ganz wichtiger Disclaimer. Also, ich glaube an Gott, wie ihr alle auch wahrscheinlich. Und ja, so viel dazu. Avi, frag ihn mal, Papa, hast du bei einem Thema schon mal Angst? Oder hast du Angst verspürt? Ja, tatsächlich. Es gibt natürlich auch Themen, die kannst du nicht on-screen besprechen. Krass. Wie soll ich es erklären? Es gibt Themen, wie soll ich es jetzt erklären, ohne es zu erklären? Es gibt einfach Themen, die solltest du nicht on-screen besprechen, weil du dir sonst Feinde machst. Was für Feinde Krass. Und Dingens ist jetzt egal natürlich, ne? Ich verstehe schon, ich kann dir schon folgen. Es gibt zum Beispiel Musiker, die haben versucht, über diese Themen aufzuklären und die haben leider einen Drogen über den nächsten Tag nicht mehr gesehen, nicht oder? Mehr gesehen, ja, genau. Ja, ich verstehe schon. Und ich denke jetzt, bei uns wäre das nicht so schlimm, aber wenn du jetzt beispielsweise bei Eli im Stream oder so solche Themen aufmachst, dann könnte es schon sein, dass dein Internetanbieter dir kündigt oder sonst irgendwas passiert, keine Ahnung. Stimmt, du warst ja auch dort im Stream, ne? Ja, genau, wir waren mit Eli, Mert und Edis. Ich wüsste, nicht anstrengend wegen den Jungs, aber da hast du ja eine Meute an Leuten, denen du was erzählen musst. Ja, das ist krass. Und da musst du ja echt aufpassen, wie du was sagst, weil sonst regst du gewisse Leute auf, verstehst? Also das ist ja schon sehr krass. Da haben ja mehrere tausende Leute zugeguckt. Ich bin immer so ein Typ, ich weiß ganz genau von diesen Themen, die ich immer bespreche on Stream. Was ist spannend und was ist unnötig, womit willst du die Welt retten, was aber keinen Sinn ergibt, weißt du? Ich will nicht die Welt verbessern, ich will nicht die Leute aufklären und sagen, glaubt mir Leute, werdet wach, was weiß ich, irgend so ein Scheiß, ne? Und Edis und Merck kenne ich ja schon sehr lange, Eli war jetzt neu, Eli kannte ich noch gar nicht bis zu dem Zeitpunkt und man hat auch ein bisschen Respekt immer vor den Zuschauern von jemand anderem, weißt du? Wie ich auch vor deinen Zuschauern Respekt habe und jetzt nicht irgendeinen Scheiß erzählen würde. Und da ist man natürlich immer so ein bisschen low-key unterwegs. Macht Sinn, ja. Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Eli, glaub mir, wir leben in einer Simulation und bla. Du hast ja gesehen, was die bei Keanisch gemacht haben. Die haben sich alle weggedreht, angefangen zu saugen. Bruder, das ist halt... Ich war ja bei deiner Analyse, als du die Analyse gemacht hast, war ich bei dir im Stream. Ja. Ich muss sagen, ich hatte ja auch was in den Chat dazu geschrieben. Ja. Gewisses war viel zu übertrieben und falsch ausgedrückt. Und Leute, die nichts mit der Thematik zu tun haben, haben es da schon schwierig. Also so, da musst du echt aufpassen, wie du was sagst. Bruder, guck mal. Es gibt zum Beispiel, ich erkläre das jetzt für alle, die jetzt gerade zuhören. Seid nicht dumm. Ich erzähle euch das jetzt entspannt, damit ihr versteht, dass das Schwachsinn ist. Ja, das ist jetzt kompletter Schwachsinn. Stell dir mal vor, wir haben ja diese Theorie, Simulationstheorie gerade angeknackst, ja. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt noch komplett intensiviert und wir hätten das komplett durchgenommen und es ist in jeder Religion der Selbstmord verboten. So, stell dir mal vor, ein Streamer würde dann onstream sagen, jetzt stellt euch mal vor, warum der Selbstmord verboten ist, weil dann werdet ihr wach und bla. Und stell dir mal vor, einer ist suizidgefährdet, Bruder, und denkt sich dann, ja, scheiß drauf, ich bring mich um. Du weißt halt nie, wer zuguckt. Du kannst die Leute ja nicht sehen, da sind auch... Ich wette mit dir, bei meinen Zuschauern sind bestimmt 5 dabei, die psychisch nicht ganz gesund sind. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, wer ist schon gesund psychisch komplett? Aber ich verstehe schon, was du meinst. Man muss sehr aufpassen, wie man... Deswegen man weiß nie, wer zuguckt. Safe. Deswegen musst du halt immer aufpassen, meiner Meinung nach. Aber ich habe auf jeden Fall 2 Themen. Das sind bekannte Themen. Das sind Themen, die man, glaube ich, on-stream besprechen kann. Ja. Zu der ich gerne mal eine andere Meinung hören würde. Ja, ja. Vor allem von jemandem, der das so recherchiert hat. Thema Pyramiden und Thema Antarktis.
Thema Erde flach. Das sind Themen, die sind, die kommen jedes Mal auf, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zu lange mit jemandem rede. Okay. Lass uns doch am besten bei Thema Antarktis anfangen. Ja. Weil das interessiert mich sehr. Ich habe viel über die Antarktis gehört. Mhm. Was ist das, was du weißt, was du erzählen kannst? Über die Antarktis. Ja. Also grundsätzlich, die Antarktis ist ein sehr großer Kontinent. Und die Antarktis ist ja ein sehr kalter, schneebedeckter Ort. Das ist ja das, was man so offiziell weiß. Ne? Aber was viele nicht wissen, es gibt einen sogenannten Antarktis-Vertrag auch. Und dieser Antarktis-Vertrag wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und da steht drin, dass keiner erstmal, beziehungsweise keiner die Antarktis aus privaten Gründen betreten soll oder darf. Der Grund dahinter war, die Antarktis ist halt ein Ort, der noch so gut wie keinerlei Umweltverschmutzung unterliegt. Du hast da super klare Sicht, auch in den Himmel, wenn du hochguckst, siehst du wirklich jeden einzelnen Stern komplett. Warst du schon mal im Ausland, hast gemerkt, dass du da die Sterne besser siehst? Ja, ja. Das liegt immer daran, weil die Luft da besser ist. Zum Beispiel, ich war in Sizilien, ich habe jeden Stern gesehen und ich dachte mir so, Bruder, das kann doch nicht wahr sein, warum sehe ich das nicht in Deutschland? Ich habe es erst gar nicht gecheckt. Als ich letztes Jahr in Griechenland war und ich mit meiner Freundin an der Promenade gelaufen bin, wir haben hochgeguckt, jeden einzelnen Krass, Stern ne? haben wir gesehen. Da macht es auch Bock, in den Himmel zu gucken, oder? Ja, und ich wollte gerade sagen. Ja, und dann die Antarktis ist halt dann so zu so einem Ort gewesen, der nicht benutzt werden sollte, weil der auch strategisch für einen Krieg sehr, sehr gut ist. Also Amerika könnte, wenn die in der Antarktis beispielsweise komplett aufgebaut werden, militärtechnisch, dann könnten sie halt super gut viele Länder erreichen. So. Mhm. Und das waren so die Hauptgründe nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber es gibt halt Geschichten. Es gibt Geschichten, nicht von irgendwelchen YouTuber, TikToker oder sonst was, sondern von Menschen, die wirklich sehr hohe Positionen beispielsweise im Militär hatten. Wie beispielsweise, es gab einen Admiral, der hieß Richard Evelyn Byrd. Das war ein amerikanischer Admiral und der hat die Antarktis insgesamt dreimal bereist. Zweimal, glaube ich, privat und einmal mit kompletter Mannschaft. Mhm. Und bei der ersten Reise hat er, glaube ich, nur die Antarktis irgendwie so sich angeguckt irgendwie. Bei der zweiten Reise war es dann wirklich so, wo du sagst, das ist doch der nächste Harry Potter Band, was er da erzählt. Weil es wirklich sehr, sehr verrückt ist. Der hat etwas in sein, beziehungsweise die Sachen in sein Tagebuch geschrieben, die der erlebt hat. Und er hat Tagebuch geführt quasi. Genau, er hat Tagebuch geführt und er schreibt auch, das Tagebuch fängt an mit dem Satz, dies hier schreibe ich im Verborgenen und soll quasi nie veröffentlicht werden oder so. Ne? Das hat man auch nur rausgefunden, weil sein Sohn, Evelyn Byrd Jr., das dann, Richard Byrd Jr., das Buch dann veröffentlicht hat, quasi dieses Tagebuch von seinem Vater. Und die Geschichte in diesem Buch, die beschreibt halt, wie er dorthin fliegt mit seinem Flugbegleiter und irgendwann eine Fläche sieht, die komplett grün ist. Und er guckt, checkt dann sein Thermometer und sieht dann, dass es 25 Grad Fahrenheit sind. Celsius, Entschuldigung. Und dann checkt er halt, dass dieser Ort gar nichts mehr mit der Antarktis zu tun hat. Und er beschreibt das so, dass da so wie so ein Riesenloch ist, genau in der Mitte von der Antarktis. Und er da quasi so am Rand so richtig reinfliegen kann in dieses Loch. Also er kann da so Runden drehen. Und er ist dann reingeflogen und er ist dann an einem Ort gelandet, wo es halt warm war. Und er fliegt da rum und so weiter. Und dann beschreibt er auch, dass er dort Mammuts sieht. Was so völlig bescheuert ist. Mammuts sind ja schon lange ausgestorben. Ja. Und er sagt dann, ich sehe Mammuts, lebende Mammuts. Ich kann es nicht beschreiben, bla bla bla. Und irgendwann beschreibt er, dass neben ihm links und rechts zwei Flugscheiben auftauchen. Und das ist halt so der verrückte Part im Ganzen, ne? Dass zwei Flugscheiben auftauchen und die sein Flugzeug steuern und er nichts mehr machen kann. Und er kriegt halt Panik. Und das hat er alles in sein Buch reingeschrieben. Mhm. Und er beschreibt dann, dass die ihn zum Landen zwingen, aber durch seinen Radiofunk sprechen. Haben sie keine Angst, alles ist gut, wir wissen, wer sie sind, gleich landen wir, bla 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 bla. Ne? Der landet dann und dann wird er gebeten, auszusteigen. Und die stehen schon vor seinem Flugzeugluke da, vor seiner Tür. Und er beschreibt die Männer, die er dann sieht, als sehr groß gewachsen. Also so groß, dass er es verdeutlicht hat. Ich würde mal sagen, so 2 Meter irgendwas oder so. Also wirklich groß. Und er sagt, die sind blond und haben richtig knallblaue Augen. Und er sagt dann, wer seid ihr und was mache ich hier und bla bla bla. Und die sagen dann, willkommen im Erdinneren und so. Also die reden halt so mit ihm und sagen, willkommen hier bei uns im Erdinneren.
Und die Geschichte geht dann so weiter, dass die ihn zu dem Anführer oder König oder was auch immer das da unten sein soll, keine Ahnung, dahin bringen und der ihm dann alles erklärt, ja, wir beobachten euch schon lange, ihr macht irgendwie komische Experimente mit atomaren Kräften, die sind niemals für euch gemacht worden, wir haben schon Kriege verhindert bei euch, wir haben Raketen nicht funktionieren lassen bei euch und so weiter und so fort. Und das Witzige ist, es gibt tatsächlich eine Geschichte zwischen Amerika und den Sowjets, als sie im Kalten Krieg die Raketen nicht funktioniert haben. Und komischerweise erzählen die das Gleiche. Die sagen, es waren Flugscheiben über unserem Stützpunkt, wo die Raketen waren. Und diese Raketen, musst du dir vorstellen, im Kalten Krieg, die waren an geheimen Orten. Keiner wusste, wo diese Raketen sind. Und die sagen, es waren Flugscheiben über diesen Orten und dann haben die Systeme nicht mehr funktioniert. Wir konnten die Raketen nicht abschießen. So. Und das haben die Sowjets am Ende nach dem Kalten Krieg mit den Amerikanern besprochen. Und die sagen, ey, uns ist das Gleiche passiert und wir dachten, das wäre eure Technologie. Also die haben sich gegenseitig beschuldigt, wir dachten, das wäre eure Technologie. Am Ende haben sie gemerkt, die waren das beide nicht. Und so eine Story erzählt halt dieser Typ im Erdinneren, diesen Admiral, und sagt, wir haben schon Kriege verhindert, ihr macht Scheiße, ihr behandelt die Welt nicht gut, ihr zerstört alles und so weiter und so fort. Und er sagt ihm so mehr oder weniger, pass auf, geh hoch zu deiner Regierung und erklär denen, dass wir das nicht mehr länger dulden, hört auf mit Kriegen und bla 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 so, ne? Und das steht halt in diesem Tagebuch und das ist so das, wo die Leute sagen, okay, das ist crazy, wenn das stimmt. Mhm. Ob das stimmt, muss man natürlich in erster Linie sagen, natürlich nicht, hört sich verrückt an. Wenn das stimmt, dann ist das crazy. Und komischerweise, kurz nachdem er dann da war, macht er noch eine Expedition zur Antarktis mit 15 Kriegsschiffen circa. 12 bis 15 Kriegsschiffe waren es. Und wirklich eine Besatzung, nicht für eine Expedition, wie sie gesagt haben, sondern wirklich für mehr. Da war halt ein Krankenhaus, da war halt, also ein Krankenschiff mit Krankenhausverpflegung und so weiter und so fort, ein Tanker und so weiter und so fort. Und diese Operation nannte sich Operation High Jump mit einer Besatzung von knapp 4.500 Männern. So. Und die Leute sagen, die sind safe danach nochmal dahin gegangen, weil die entweder diese Leute ein bisschen deutlicher sehen wollten oder aus einem Grund, den wir uns nicht erklären können, weil an der Antarktis ist ja theoretisch nichts. Da ist ja eigentlich, also laut den Aussagen nichts. Und das Komische ist, Hitler hatte auch Interesse zu der Zeit an der Antarktis. Und als Hitler dort geforscht hat an der Antarktis und Neuschwabenland gegründet hat, also der hat dann so sein eigenes Land angeblich gegründet, ist Hitler zurück nach Deutschland und dann haben sie an Flugscheiben gearbeitet. So, keiner weiß warum. Die Aerodynamik der Flugzeuge war ja da gerade auf ihrem Höhepunkt. Deutschland hatte ja das schnellste Flugzeug damals. Und auf einmal sagen die, nee, wir wollen nicht mehr diese Flugzeugform, wir machen jetzt Flugscheiben. Und keiner wusste warum. Und das sind halt diese Zusammenhänge, verstehst du? Deutschland arbeitet doch an meinen Flugscheiben. Der erzählt, das sind Flugscheiben. Dann gibt es noch Theorien, die besagen, dass bei dieser Operation High Jump, wo die mit 15 Kriegsschiffen waren, dass die dann noch mit von Flugscheiben angegriffen wurden. Aber das ist so mehr ein bisschen Humbug als Wahrheit. Und deswegen ist meiner Meinung nach die Antarktis so interessant. Und auch, dass man danach den Antarktis-Vertrag gegründet hat, als ob man diese Leute, die dort leben, in Ruhe lassen will oder so. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt so in erster Linie das Interessante an der Antarktis. Aber rede du erstmal, Bruder, weil ich habe jetzt so kurz und knapp versucht, diese ganze Geschichte zu erzählen. Maximal. Es ist, Bro, für jemanden, der sich ja nicht viel mit dieser Thematik befasst, ist das ja jetzt wieder viel, was auf den Kopf eindrescht, logischerweise. Ja, ich habe auch versucht, alles zu erwähnen, aber ich merke, umso mehr man redet, desto verrückter klingt das. Das Wichtige ist, und das ist auch etwas, was jemand in den Chat geschrieben hat, ich glaube, es war Ilkay, man muss zuhören, weil wenn man kurz nicht zuhört, dann ist man wieder komplett raus. Ja, das stimmt. Deswegen war ich komplett bei dir. Ich habe die ganze Zeit zugehört. Ja. Ich bin sprachlos, keine Ahnung. Also, ob man dran glaubt, ich möchte nicht dran glauben, logischerweise. Ja, klar. Aber die Zusammenhänge sind halt sehr, sehr, sehr krass. Ob es jetzt die Raketen waren, die verhindert wurden, oder ob es Hitler war, der dann zurückgekommen ist und gesagt hat, ey, wir arbeiten jetzt an anderen Flugscheiben, also Flugglocken, Es gibt ja auch, Videomaterial, wo Hitler diese Flugscheiben getestet hat und so. Also das ist ja offiziell. Das ist ja nichts, was man nicht weiß. Das Verrückte ist einfach diese Geschichte von diesem Admiral. Viele sagen, sein Sohn hat dieses Buch selber geschrieben und rausgebracht, um Geld zu machen. Weil sein Vater bekannt war quasi und dann wollte er ihn. Aber du musst dir überlegen, stell dir vor, dein Vater ist Admiral, ja? Der ist so einer der höchsten Positionen beim Militär, hat direkten Kontakt zum Präsidenten. Würdest du deinen Vater so entehren und sagen, ich bringe jetzt so ein Fantasiebuch raus, dass alle denken, der war ein Spinner?
Und du bist Nein, selber beim. Ich niemals. Und du bist selber, der Sohn ist selber beim Militär. Ich würde doch niemals meinen Vater so. War der Sohn selbst hoch angesehen? Der Sohn war auch hoch angesehen, aber der war jetzt nicht, der war kein Admiral wie sein Vater. Oder ich glaube, der war sogar nur bei der Polizei, aber halt auch. Also, der hatte auch beste Kontakte. Was ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen kann, ist, dass er das frei erfunden, also was er, dass der Sohn sich ein Buch genommen hat und was reingeschrieben hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und das quasi als Fake verkauft hat. Ja. Aber wenn das mit dem Vater war und dem Admiral, weiß ich es nicht. Ja, aber stell dir mal vor, wenn das stimmt, was der Vater sagt, das wäre halt crazy, Bruder. Das wäre halt wirklich crazy, ne? Und es ist ja wirklich. Gibt es offizielle Aufzeichnungen oder gibt es eine Organisation, die sich an der Antarktis befindet? Irgendwas? Ja, es gibt ganz viele Stützpunkte an der Antarktis, wo geforscht wird, aber die sind halt immer außerhalb diesem Mittelpunkt der Antarktis. Und es gibt noch mehr Berichte von Leuten, die sagen, dass sie da ein Riesenloch gesehen haben. Also er ist nicht der Einzige mit dieser Story, dieser Admiral. Es gibt auch noch die Geschichte, mehrere Berichte. Ja, dass die Leute gesagt haben, da ist ein Riesenloch an der Antarktis. Da kannst du locker reinfliegen. Also das sagen mehrere Leute. Das ist nicht nur der. Aber ob da drin dann wirklich das ist, was er gesagt hat, weiß man ja nicht. Ne? Und eine andere Frage. Was würdest du denn machen, wenn es wirklich ein Volk gibt, welches im Erdinneren lebt? Und das wird rauskommen so. Die leben tatsächlich da. Wir sind nicht die einzige Zivilisation. Wir sind genauso viele wie wir. Ob ich an eine andere Bevölkerung glaube im Universum, ja. Also ich glaube schon, dass es irgendwo Leben gibt, abseits von uns. Ja. Ich wüsste aber nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich wüsste, im Erdinneren gibt es noch eine Bevölkerung. Ja, das ist krass. Das ist halt, Das geht halt auf den Schädel. Das sind halt Dinge, mit denen, das ist halt, die Uhrzeit trifft es halt perfekt, tatsächlich. Ja, deswegen meinst du, die lassen wir später machen. Ja, safe. Ach du Scheiße. Hier fragt jemand, was das verwirrendste Thema für dich war, worüber du sprechen kannst. Das verwirrendste? Inwiefern verwirrend? Ja, eigentlich die Simulationstheorie, ne? Ja, glaube ich dir. Das Krasse ist, habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr so nachgedacht habt und so euch so gedacht habt, hä, was mache ich überhaupt hier, Digga? Warum, also nicht, was mache ich überhaupt hier, sondern so dieses, wie soll ich es erklären? Ich verstehe, was du meinst, ja. Wenn du dir überlegst, woher kommt alles, natürlich irgendwo ist das dann auch Sünde, ne? Aber wenn du so immer weiter nach außen, du sagst, okay, Universum, was ist dahinter, was ist dann da und warum bin ich überhaupt da, so richtig auf crazy. Weil was, wenn du sagst, was ist das verrückteste Thema, Bruder, man kann das so pauschal gar nicht sagen. Simulationstheorie ist schon sehr verrückt, Bruder, wo ich selber sage, besser gar nicht drüber reden. Ich fahre schon mal vor, es kann sein, dass meine AirPods ausgehen und dann bin ich nur auf Kabel. Ich mach mal ganz kurz Fenster zu bei mir. Bin sofort da. Yes. Bermuda 3. Der hat zu viel Fragen. Ich habe irgendwas gelesen mit einer Taube. Mit Tauben? Was weißt du über irgendwas, irgendeine Taubentheorie? Ja, okay. Es gibt Menschen, die sagen, dass Tauben gar nicht existieren, sondern Tauben eigentlich kleine fliegende Roboter sind, die uns spionieren, Digga. Das ist aber für mich das Schwachsinn, Bruder. Ja, Arvin fragt, ob Tauben Spionagegeräte sind, die uns ausspionieren. Und dann sagen die immer, warum ist das so? Warum denken die das? Ja, hast du schon mal eine Babytaube gesehen? Ja, nein, habe ich nicht, Bruder. Habe ich wirklich auch noch nie, muss ich schon mal sagen. Wie sieht überhaupt eine Babytaube aus? Ja, aber hast du schon mal einen Babyadler gesehen? Nein, hast du auch nicht, Bruder. Also, habe ich auch nicht, nein. Völliger Schwachsinn. Nein, was sehr, sehr interessant ist, darüber steht aber auch was im Koran, das weiß ich. Die Pyramiden. Ja. Darüber steht was im Koran? Nein, steht nicht. Da hast du dich vertan, Bruder. Es steht im Koran was über... Also nicht direkt über die Pyramiden. Über hohe Gebäude, glaube ich. Oder hohe Dingens. Pharaon wollte, hat zu seiner rechten Hand, ich habe vergessen, wie die heißt, wie heißt der? Zu seiner rechten Hand gesagt, bau mir Gebilde quasi. Genau, aus Lehm. Ich glaube, aus Lehm wurde erwähnt. Mhm. Weiß ich nicht, ich will nichts Falsches sagen. Wo ich zu dem Gott schauen kann, an den Moses glaubt. Genau. Das steht drin. Und viele denken, dass das die Pyramiden sind. Aber im Prinzip wurden sie ja nicht benannt. Also es wird ja nicht gesagt, bau mir ein dreieckiges Gebilde, welches so hoch ist, dass ich so und so und so. Ich habe das auch oft gesagt früher und dann hat mir irgendein Zuschauer diesen Vers mal gezeigt und das stand da anders drin, so dass ich das nicht mehr gesagt habe mit der Pyramide, weil wenn du sagst, die Pyramiden werden im Koran erwähnt,
dann ist es ja eigentlich falsch, weil die werden ja nicht erwähnt. Mhm. Es wird ja nur ein hohes Gebilde erwähnt, weißt du? Da habe ich das auch immer sein lassen. Die Pyramiden, oder die Pyramiden sind wirklich crazy, weil es die ja... Also, die Pyramiden, ich habe Dinge gehört, wie wenn man eine Linie zieht über alle, über die Spitzen der Pyramiden, sind alle auf, identisch auf einer Linie. Nee, nein. Es sind Kultstätten, die auf einer 100 Kilometer breiten Linie quer um den Globus sind. Also die Linie, das ist keine Linie von 50 Metern, die ist 100 Kilometer breit. Okay. Also schon ein bisschen größer. Und in dieser Breite, quasi so eine breite Linie um den Globus einmal herum, befinden sich gewisse Kultstätten. Viele finden das sehr spannend und interessant, aber für mich persönlich, wie wir eben schon gesagt haben, kann man an guten Orten, beziehungsweise früher dann ja wahrscheinlich auch, die Sterne komplett sehen. Und ich glaube, dass die Menschen sich damals an den Sternen orientiert haben. Weil dann würde es Sinn ergeben, dass sie auf einer Linie sind. Weißt du, ich meine? Okay, so. Okay. Weil du musst dir überlegen, stell dir mal vor, du lebst in der Zeit noch vor Jesus beispielsweise. Es sind ja, manche Pyramiden sind ja auch vor Jesus gebaut worden noch. Du lebst in dieser Zeit und Bruder, du hast nichts zu tun, Bruder. Also das Einzige, was du machen kannst, ist in den Himmel gucken, was spannend ist. So. Und die Sterne, also was hättest du gemacht in der Zeit? Also was hättest du in einer Zeit gemacht, wo es nur darum geht, dir Essen zu beschaffen, ein Haus zu bauen vielleicht oder so? Ich wäre vielleicht kreativ gewesen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und ich persönlich hätte den Himmel abgecheckt, weil das wäre das unnormal Spannendste gewesen. So Sterne, dies, das, dann ein Mond, was geht da ab? So, du weißt ja gar nicht, woher du kommst und so, ne? Und ich glaube, deswegen haben sie alle auf einer Linie gemacht, weil sie sich an gewissen Sternen orientiert haben. Und dann gesagt haben, wir bauen auf dieser Linie, wo dieser Stern lang geht. So, das ist für mich. Aber wie kann es sein, dass sich jeder dazu entschieden hat? Das ist eine andere Frage. Pyramiden zu bauen, meinst du? Verstehst du? Ja. Ja, oder generell die auf der, oder Kommunikation gab es ja zu der Zeit definitiv nicht. Also und selbst wenn die sich alle gedacht haben, auf weiten Strecken, ja. Aber wie soll es denn funktionieren? Also wie soll es funktionieren, wenn angenommen, keine Ahnung, in der einen Kultstätte war das so, dass sie gesagt haben, komm, wir orientieren uns an den Sternen. Ja. Wie kann es denn sein, dass die, keine Ahnung, hunderte Kilometer weiter sich genau dasselbe gedacht haben? Ja, im Prinzip kann das gar nicht sein. Es sind ja nicht nur hunderte Kilometer, es sind ja teilweise tausende Kilometer. Mhm. Die haben beispielsweise in den Osterinseln, die Osterinseln sind ja vom Festland die am weitesten entfernte Insel der Welt zu der Zeit. Also jetzt ist ja alles ein bisschen komprimierter. Und die Osterinseln haben beispielsweise... das ist auch voll interessant. Die Osterinseln haben die sogenannten Moai. Das sind diese Köpfe, die es auch bei Super Mario damals gab. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Diese Steinköpfe. Und diese Steinköpfe, die haben ja noch einen ganzen Körper, der im Boden reingeht quasi. Und diese Moai-Figuren, wenn du die ausgräbst und dir den Körper noch anguckst, die sind dann, glaube ich, 10, 11 Meter hoch oder so, wenn du dir den Körper dann anguckst, da haben die so Symbole drauf. So einen gewissen Vogel und gewisse Symbole. Und das Witzige ist, genau die gleichen Symbole hat man in der Türkei in Göbekli Tepe auch gefunden. Und das ergibt keinen Sinn, Bruder. Wie willst du von den Osterinseln, die in der Nähe von Peru sind, mit der Türkei Kontakt haben, Digga? Und das und Göbekli Tepe, musst du dir vorstellen, ist bis dato die älteste Siedlung, glaube ich, nennt man das. Die älteste Siedlung der Welt, die man gefunden hat. Und die ist, glaube ich, nochmal, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie. Ich guck mal ganz kurz. Göbekli Tepe, Alter. Die Stätte ist 11.000 bis 12.000 Jahre alt. So. Wie kann das sein, Bruder, dass du auf den Osterinseln wie in Göbekli Tepe die gleichen Figuren findest? Also auch noch in der gleichen Konstellation, ne? Gleichen Reihenfolge und alles. Das ist halt nicht zu verstehen. Boah. Türken machen das Unmögliche möglich, ja. Hab ich auch schon gelesen. Wie lange gibt es denn? Ja? Ich meine, es gibt keine Erklärung dafür, warum Pyramiden auf der ganzen Welt sind. Es gibt keine Erklärung dafür. Bestimmt gibt es eine, aber wir wissen sie nicht. Das ist das halt, was mich, glaube ich, schon immer beschäftigt hat, warum es nicht, zum Beispiel auf jede Frage, es heißt ja immer, auf jeder Frage gibt es eine Antwort. Ja. Wieso gibt es bei dieser Frage keine Antwort? Warum ist dieses Thema Pyramiden, also ich glaube, das ist, was Thema Verschwörungen betrifft, jetzt so das, würde ich sagen, beliebteste Thema mit der Antarktis, glaube ich. Ja. Wie sein kann, dass es bis heute keine Antwort darauf gibt. Das Problem ist, wenn es nicht aufgezeichnet wurde und die Leute, die was wussten, heute nicht mehr leben, wie willst du drauf kommen? Du kannst nur spekulieren. Oder du kannst also forschen, aber ja, keiner wird es irgendwie irgendwo hingeschrieben haben, ne?
Es wurde ja so haarscharf gearbeitet bei den Pyramiden. Also das sind halt so. Das heißt doch auch, es passt kein Blatt Papier durch, weil so perfekt und so fein gearbeitet wurde. Pyramiden in Gizeh beispielsweise. Ja, die Pyramiden in Gizeh sind tatsächlich auf den Zehntel Millimeter genau. Und das mit Steinen und Felsen und so weiter, die mehrere hunderte Tonnen wiegen. Und das kann sich halt auch keiner erklären. Also, es gibt Theorien, wie die Pyramiden von Gizeh gebaut wurden. Es gibt auch Forschung, die man angestellt hat, die Sinn ergeben, aber wissen tut man es am Ende natürlich nicht. Ne? Viele sagen, die wurden gegossen. Viele sagen, das war eine Art Zement, den man hergestellt hat aus den Materialien, die man dort in Gizeh gefunden hat. Und man hat das auch nachgestellt und es funktioniert auch tatsächlich. Und du kannst das auch überprüfen. Wenn du beispielsweise so eine chemische Probe von so einem dieser Felsen in Gizeh nimmst, dann kannst du sehen, dass dieser Stein keine natürliche Kristallisation hat. Also die haben nach einer Zeit, gibt es so ein Verfahren, wenn du es chemisch machst, also nicht normal, sondern künstlich herstellst, dann sieht diese Kristallisation unter dem Mikroskop anders aus, als wenn es in der Natur entstanden ist. Und bei denen von der Pyramide in Gizeh ist es halt bei allen Felsen so gewesen, dass die nicht natürlich sind, sondern chemisch halt gemacht wurden. Ne? Also wie quasi gegossen wurden. Und das hat man festgestellt, das hat man auch der ägyptischen Regierung damals vor die Nase gelegt und gesagt, bitte schaut euch das mal an, untersucht das mal selber. Und die hatten kein Interesse dran. Die haben gesagt, nö, danke. Weil dann ist ja dieses große Geheimnis weg, weißt du? Wenn das einmal aufgedeckt wird, logisch, würde auch der Tourismus, glaube ich, nicht mehr so aussehen wie jetzt. Ja. Warst du schon mal bei den Pyramiden? Nee, tatsächlich nicht. Wärst du dort mit dem Wissen, was du hast, glaubst du dort, also würdest du auf andere Dinge achten, wie andere Leute dort? Oder wäre es für dich gleich? Ja, vielleicht. So ein paar Sachen, die ich im Kopf habe, würde ich mir anders angucken, 100 Pro. Ganz kurz. Ja, jetzt sind sie leer. Okay. Was passiert? Hörst du mich? Achso. Yes, schön. Jetzt, perfekt. Nee, ich glaube nicht. Ich sag dir ehrlich, ich finde die Pyramiden in Gizeh nicht mal so interessant wie andere Orte auf der Welt. Die Pyramiden von Gizeh sind sehr interessant, aber ich habe mir die Theorie richtig genau angeguckt, dass sie quasi gegossen wurden und so. Und es gibt einfach zu viele Indizien dafür, dass sie tatsächlich gegossen wurden und nicht von einem Steinbruch von wie viel 1000 Kilometer? 800 Kilometer entfernten Steinbruch die Steine geholt wurden und so. Das finde ich schwachsinnig. Mhm. Das ergibt keinen Sinn. Nee, wie denn auch? Also wie soll denn sowas getragen werden oder wie soll sowas transportiert werden? Ja, man hat das mal ausgerechnet. Die sagen ja, dass die Pyramiden in Gizeh innerhalb 20 Jahren gebaut wurden. Und wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann müssen die Pyramiden in Gizeh quasi alle 2 Minuten einen Felsen von 800 Kilometer gebracht, geschliffen und auf den Zehntel Millimeter genau platziert haben. Alle 2 Minuten. Das ist ja unlogisch, das geht ja gar nicht. So. Deswegen, also daran, glaube ich nicht. Aber was ist jetzt bei dir privat, wo du sagst, so, das ist für mich das krasseste Thema überhaupt? Boah, es gibt ein Thema, aber ich glaube, das ist auch so eine Thematik, die ist, glaube ich, bewiesen oder ich weiß es nicht. Ja. Ob es eine Verschwörungstheorie ist, weiß ich auch nicht, aber da kannst du mir bestimmt vielleicht was zu sagen. Okay. Es gibt doch die in der Armee damals, vor allem in der USA, also die Army hat früher, ich weiß nicht, halt inwieweit das Cap ist oder nicht, aber so kannst du mir ja sagen, die haben anders kommuniziert miteinander. Die hatten teilweise, ich weiß nicht, ob das Wort TOS ist, ob ich sagen darf oder nicht sagen darf. Kannst du mir ein bisschen folgen? Ja. Gewisse Dinge, was die Army dort gemacht hat, aber die haben mit Lebensmitteln kommuniziert. Nee. Darf man das Thema hier? Es kommt drauf an, Bruder, schreib's mir. Dann sage ich's dir. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es eine Theorie ist oder ob es safe ist. Warte, schreib's, ja. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst, Bruder, ne? Echt? Nee. Ach so, nee, das ist was ganz anderes, Bruder. Das darfst du nicht hier. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ja, guck, deswegen. Weißt du, was es ist, um was es da geht? Ich war ungefähr, ja. Ich schreib dir mal auf, warte. Ist das aber bewiesen? Ist das passiert? Ja, safe. Ach so, gut, dann ist es ja keine Theorie. Da geht's um diese Leute. Ja. Ja, gut, Bro, das ist das, wo du Probleme kriegst. Was du vorhin meintest mit sowas, das sind Dinge, die kannst du nicht ansprechen. Es gab einen Musiker, der hat ein Musikvideo darüber gemacht, wie der die fängt und die umbringt und so. Und der ist nach diesem Video gestorben. Genau nach dem Video. Genau nach dem Video, nachdem das rauskam, ist er selber gestorben. Und ganz mysteriös. Ganz, ganz mysteriös.
angeblich gut, Selbstmord. Gut, dass ich dir auf WhatsApp geschrieben habe. Ja, ja, das nee, ist... dann lass doch lieber so Themen bearbeiten wie Bermuda-Dreieck. Ja, das lass lieber über so Themen reden. Lass lieber über das Bermuda-Dreieck reden. Nee, ernst, also wirklich, was geht da ab? Warte, ich mach einmal kurz meine Tür auf, weil ich habe hier keinen Luftzug in meinem Zimmer. Ja, ja, kein Stress. Warte, gib mir mal eine Sekunde. Ja, kein Stress. Zum Glück habe ich ihm auf WhatsApp geschrieben, was ich meinte, Chat. Zum Glück. Zum Glück. Das wäre vielleicht fast in die Hose gegangen. Bekommst um 0 Uhr ein Geschenk? Was redest du da? Bro, wie beruhigend ist bitte seine Stimme? Man hört so gerne zu. Ich glaube, ich könnte den ganzen Tag zuhören und ich hätte kein Problem damit. Kein Stress, Bro. Ich habe meine Hunde reingetan. Ja, das Thema ist zum Beispiel, das ist krass, Bruder. Das sind so Sachen, die würde ich auch voll gerne on Stream besprechen. Aber sowas das, was ich dir auf WhatsApp geschrieben habe? Ja, ja. Achso, ja. Zum Glück habe ich es nicht ausgesprochen. Zum Glück. Ja, also ich wollte gerade sagen, Bruder, was für Essen, Digga. Ich dachte erstmal tatsächlich, dass es eine Verschwörung wäre und nicht bewiesen. Nein. Das ist so bewiesen, dass die alles dafür tun, dass das nicht rauskommt. Ach krass, okay. Ja. Heftig. Nee, dann lieber, wie gesagt, Bermuda-Dreieck. Bermuda-Dreieck. Jetzt fragen mich alle, welcher Musiker. Nee, scheiß drauf, Leute, ich kann sowas nicht. Also es wird hier nicht besprochen, Leute. Ich küsse euer Herzen. Bermuda-Dreieck finde ich gar nicht mal so spannend, Bruder. Ich glaube, Bermuda-Dreieck ist für mich so... Ja, weißt du warum? Erzähl. Du hast irgendwie keine Anhaltspunkte, wo du anfangen sollst. Es gibt kein einziges... Es gibt eine Story aus dem Bermuda-Dreieck von einem Mann, der da mit dem Flugzeug reingeflogen ist in das Gebiet. Ja. Und eine Strecke, die eigentlich eine Stunde dauert, in 25 Minuten abgelegt hat. Und er weiß nicht, wieso. Und er erzählt, dass er in so eine Spirale reingekommen ist aus Blitzen und Wolken und so weiter und so fort. Das ist die einzige Story, die interessant ist, wo man sagt, der ist in eine Art Wurmloch geraten oder so und ist dann schneller ans andere Ende gekommen. Aber sonst, Bruder, kann ich dir über Bermuda-Dreieck eigentlich gar nichts Spannendes sagen, um ehrlich zu sein. Ne? Man sagt auch, das Gebiet zwischen den Bermuda-Inseln ist so groß, dass die Anzahl an Unfällen, die dort passiert, genauso hoch ist wie auf kleineren Strecken, nur halt hochgerechnet. Okay, krass. Also man sagt, es ist nur nicht mal so ungewöhnlich, dass so viele Missglücke da passieren, weil die Strecken halt so weit sind. Ja. Was sind so Themen, weil es gibt ja Themen, die sind bekannt, ob es jetzt Bermuda war, Pyramiden, Antarktis, Anunnaki, glaube ich, war das. Anunnaki, genau. Ja. Was sind Themen, die deiner Meinung nach so interessant sind, aber über die niemand spricht? Das ist doch geil. Underrated Sachen. Das ist eine Malaysia gute Frage. Malaysia Airline Flug 370. Ist das der Flug, der einfach verschwunden ist, wo man bis heute nicht weiß, was mit dem Flug passiert ist? Ja. Das Krasse ist, bei diesem Flug waren zwei Leute, es waren drei Leute in diesem Flugzeug. Also es gibt ein Patent, da sind vier Leute drin. Mhm. Und drei von diesen Leuten waren in dem Flugzeug und einer nicht. Und der eine, der überlebt hat, also der nicht in dem Flieger war, das war jemand aus der Familie Rothschild. Und das ist halt auch so eine Dingens. Ist das wegen denen abgestürzt damit? Weil das Patent gehört jetzt ihm komplett. Nein, warte, ganz ja, kurz. Ja, das ist halt auch super crazy. Das ist auch crazy. Nochmal, warte, was? Also. In dem Flug, es gibt vier Leute, die ein Patent hatten. Genau, und drei von denen waren in dem Flieger. Und der eine, der nicht in dem Flieger war, war einer aus der Familie Rothschild. Also er heißt Rothschild mit Nachnamen. Und Rothschild darf man erwähnen, klar, ist ja nur eine Familie, Bruder. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich kurz auf Toilette gehe. Geh auf Toilette, Bruder. So, was habe ich verpasst? Nichts hast du verpasst, Bruder. Aber underrated Themen, Bruder, auf Anhieb, was würde ich sagen, was underrated ist? Ich weiß es gar nicht. Was ist underrated? Lass mich mal kurz gucken. Ah, doch, klar. Mods, postet mal bitte den Twitch-Channel von Migo hier rein. Danke, Bro, haben wir auch schon gemacht. Ganz gerne ein Follow bei ihm da lassen. Bitte lass doch ein Follow bei dem Bray drin. Underrated, sage ich dir ehrlich, bevor wir das angesprochen hatten damals mit Eli und so, waren es Astralreisen. Bruder, boah, das was ich Thema über Astralreisen gehört habe, Bro. Was bist du für ein Landsmann, ganz nebenbei? Ich bin Iraner. Iraner, aus Teheran? Ja. Teheran und Rasht. Bruder, ich sag immer, wenn du eine Landkarte machen würdest von Iran mit Bevölkerungsdichte, ne? Es wäre alles in Teheran, Bruder, und außerhalb nichts. Jeden Iraner, den ich kennengelernt habe, kommt aus Teheran. Jeder. Das stimmt aber. Das stimmt. Ja, das ist krass.
Also, ich kennst du dich mit Schlafparalysen aus? Ja, klar. Ich hatte eine Zeit lang ganz abgefuckte Schlafparalysen. Erzähl mal. Schlafparalysen, also bei mir hat das sich zum ersten Mal gezeigt. Ich dachte erstmal, es war ein Traum gewesen und ich weiß bis heute, ich kann es mir bis heute nicht beantworten. Du hast dunkle Wesen gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Erstmal, also am Anfang gar nicht. Okay. Die erste Schlafparalyse, die ich hatte, ich lag in meinem Bett und ich hatte das Gefühl, dass ich wach bin, aber ich konnte meinen Körper nicht regen, also ich konnte mich nicht bewegen. Ja. Hat eine leichte Panik in mir hervorgehoben. Also mein Herz hat wie verrückt geklopft und ich dachte, mein Herz springt mir gleich aus dem Brustkorb raus. Okay. Und ich kann mich erinnern, dass ich gesehen habe, wie mein Bruder gerade aus dem Zimmer rausläuft, weil ich wohne mit meinem Bruder zusammen. Und ich sehe, wie er gerade seine Tür aufmacht und aus der Haustüre rausläuft. Oder aus dem Zimmer, okay. Nee, aus seinem Zimmer. Okay. Achso, aber sein Zimmer ist nicht in deinem Zimmer. Also der ist nicht aus deinem Zimmer raus. Nein, also wir wohnen zusammen, aber er hat so sein eigenes Zimmer. Und du liegst in deinem Bett, aber siehst, wie er aus seinem Zimmer, also quasi im Flur. Genau. Obwohl du im Bett liegst. Also bei mir ist es so, wir wohnen, also es ist eine Zweizimmerwohnung. Ja. Aber das Wohnzimmer ist quasi mein Zimmer und das andere Zimmer ist sein Zimmer. Okay. Also sprich, ich sehe seine Tür hier quasi. Okay. Verstehe. So, genau. Ich liege in meinem Bett und ich sehe, wie er quasi die Tür aufmacht und quasi dem Flur entlang, also sprich da lang, laufen möchte und in dem Moment falle ich in meiner Schlafparalyse vom Bett runter und schreie möchte nach seiner Hilfe schreien, aber ich kann nicht schreien. Aber du liegst noch in deinem Bett. Ich wach auf und ich liege in meinem Bett. Ja. Mein Bruder kommt aus der Toilette raus. Ich sage, Aria, bist du gerade aus deinem Zimmer rausgelaufen? Er sagt, ja, bin ich. Das sind Themen oder so. Hast Sachen, du dich schon mal damit beschäftigt mit Astralreisen und Schlafparalysen sowas? Astralreisen, ja, Schlafparalysen, ich hatte schon. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Guck mal, das ist ganz normal, was du erlebt hast. Wenn du eine Schlafparalyse hast und deinen Körper nicht bewegen kannst, ja, dann ist das derselbe Zustand, wie wenn die Mönche meditieren beispielsweise. Mönche meditieren und die schalten ihren Körper quasi aus. Mhm. Und das, was die Mönche nicht offiziell sagen, ist, dass wenn sie ihren Körper ausgeschaltet haben, in ihren Astralkörper übergehen. Du hast quasi nochmal sowas wie einen Astralkörper. Der eine sagt Seele dazu, der andere sagt mein Geist, der andere sagt was weiß ich was. Rational gesehen, beziehungsweise ist ja gar nicht so rational, sagt man, das ist der Astralkörper. So. Mhm. Und das Ding ist, wenn du in dieser Schlafparalyse bist und dich nicht bewegen kannst, ist dein Körper ausgeschaltet. Deswegen kannst du ihn auch nicht bewegen. Aber dein Geist ist schon wach. Du könntest theoretisch dann dir vorstellen, dass du aus deinem Körper rausgehst. Das ist dir ja passiert, weil du versucht hast, mit deinem echten Körper rauszugehen. Und dann kannst du mit deinem Astralkörper quasi durch die Wohnung laufen und alles sehen. Also war ich. Du warst theoretisch in deinem Astralkörper, weil du ja runtergefallen bist. Das ist dein Astralkörper gewesen, der runtergefallen ist. Das ist nicht dein echter Körper gewesen. Was du aber gesehen hast, war alles real. Das war alles echt. Ja. Es gibt Menschen, ich habe einen Kollegen, der hat das seit seiner Kindheit und der wusste nicht, was das ist. Der dachte immer, das sind Träume. Bis er gecheckt hat, alles, was er in dieser Astralwelt sieht, ist halt echt. Und dann hat er so kleine Tests gemacht und ist dann, der konnte aber schon, weil er das seit seiner Kindheit hat und der sehr affin dafür war und seine Mutter das auch schon hatte, das hat er im Nachhinein rausgefunden, konnte der halt auch weiter weg, als nur in der Wohnung rumlaufen. Weil viele können halt nur in der Wohnung kurz wach werden, kurz vors Bett laufen und was weiß ich was und dann werden die wieder in ihren Körper katapultiert und sind dann wach. Und er konnte wirklich komplett, egal wo er hin wollte. Und es gibt viele Menschen, die das erzählen, dass sie mit ihrem Astralkörper, egal wo sie hinwollen, hin können quasi. Auch komplett. Glaub, man kann das sich auch antrainieren, ne? Ja, das, wenn du dich damit beschäftigst und trainierst, kannst du dann irgendwann natürlich immer mehr, ne? Ist wie so ein Training. Und viele glauben halt nicht daran. Viele sagen, nee, das kann nicht sein, das stimmt nicht und Schwachsinn und so weiter und so fort. Aber ich habe auch schon Schlafparalysen gehabt, wo ich dann Sachen gesehen habe und mich bewegen konnte, obwohl ich am Schlafen war. Meinem Vater ist das auch passiert und das Witzige ist, er hat mir das erzählt, bevor ich mich überhaupt mit diesen Themen beschäftigt habe. Mein Vater ist wach geworden und konnte sich nicht bewegen und hat versucht, hat so Panik bekommen und hat ganz seine Schwester gesehen, wie sie ihn anguckt. Und dann ist er wach geworden und meint, was guckst du mich ganz an? Mach mich doch wach, helf mir doch, ne? Und sie sagt, hey, du kannst sogar nicht gesehen haben, du warst am Schlafen. Weil er war wirklich so mit Augen zu, weißt du? Und es gibt aber Leute, die können wirklich weit weg. Und der Kollege, von dem ich dir erzählt habe, der heißt Ali, der ist zu seinem Uni-Studentenkollegen da gefahren oder geflogen oder wie auch immer man das nennen will und hat dann in seiner Wohnung geguckt, was er macht. Und der war gerade an der Klausur am Arbeiten und er hat halt ganz genau gesehen, was er gerade am Schreiben war und was er am Arbeiten war und so weiter und so fort.
Dann ist er wach geworden, hat ihn angerufen und gesagt, ey Bro, bist du gerade an deiner Arbeit am Arbeiten und schreibst gerade das und das und das rein? Und er meinte, ja Bruder, woher weißt du das? Und dachte so, er will ihn verarschen oder hat irgendwo Kameras in seiner Wohnung. Aber voll schockiert so, ne? Und da hat er ihm das erzählt und hat sich dann weiterhin damit beschäftigt und hat dann erst verstanden, dass das Astralreisen sind, die er veranstaltet. Und dass es eine mega krass große Community gibt von Menschen, die das ganz normal machen, als wäre das Spazierengehen. So. Ich hab viel über Astralreisen gehört, auch dass die sehr, sehr gefährlich werden können. Also ich habe irgendwann mal gehört, dass Menschen, also ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber dass es Menschen gibt, die in der Astralreise stecken bleiben. Also theoretisch, das habe ich noch nie gehört, weil theoretisch kann derjenige dir das nicht erzählen, wenn er stecken geblieben ist. Wie soll er es denn erzählen? Nein, also was heißt stecken bleiben? Meine Freundin hat mir das mal erzählt. Ja. Sie spricht mit jemandem, der, sie hat mit jemandem gesprochen, der ein Medium ist. Okay. Und sie kennt sich mit Astralreisen aus und hätte gesagt, dass es gefährlich sein kann. Wenn man untrainiert in Astralreisen geht oder aus Versehen eine Astralreise macht und sich nicht damit auskennt. Ich weiß es nicht. Wortlaut kann ich dir jetzt nicht wiedergeben. Also das Gefährliche an Astralreisen ist, was viele beschreiben, ist, die sehen da Wesen, während sie in dieser Astralwelt sind. Also siehst die ganz normale Welt, wie jetzt auch hier, nur so irgendwie, ich habe persönlich das so beschrieben, ich habe es wahrgenommen, aber ich kann nicht sagen, dass ich das richtig gesehen habe mit den Augen. Als ob ich so der Raum selber wäre, weißt du, wie ich meine? Das hört sich ganz komisch an. Ich habe es irgendwie so, als ob du noch einen anderen Sinn hast, mit dem du sehen kannst. So hat sich das angefühlt. Und ich sag immer, und viele sagen, dass in dieser Astralwelt Wesen sind, die du sehen kannst, die so zu dir kommen und so an dir saugen. Das hört sich völlig verrückt an. Das hat auch dieser Ali schon sehr oft erlebt. Die an dir saugen und die auch sagen, dass die deine Energie raussaugen oder deine Seele raussaugen. Irgend so einen Scheiß erzählen die dir dann, keine Ahnung. Solche Wesen sieht man quasi während der Astralreise. Ja, und ganz viele Leute erzählen davon, dass die halt solche Wesen sehen. Und ich glaube, die können dir, wenn du Angst hast, aber auch nur, wenn du Angst hast, Schaden zufügen. Aber ich sag dir ehrlich, ich bin selber nicht drin in dieser, also ich mache keine Astralreisen, ich bin auch kein großer Astralreisender. Es sind Stories, die ich jetzt von Leuten gehört habe, die das schon lange machen, wie beispielsweise Ali. Und Ali ist wirklich... Passiert das quasi täglich, oder wie? Mir? Nein, deinem Freund Ali. Ali ist das halt, bei dem ist das halt, der konnte das mit, am Ende konnte der das, wie soll man sagen, heraufbeschwören, wann er wollte. Also er konnte es im Mittagsschlaf machen, nachts. Und das Ding ist jetzt irgendwann... Sorry, wenn ich reinkriege. Kannst du Migo fragen, wieso aber die meisten Menschen, die man antrifft, die sagen, sie können Astralreisen, aber wenn es um heute geht, sagen sie, ich mache das nicht mehr. Hat das einen Grund? Das Problem ist, als wir diesen Stream gemacht haben mit Eli, konnte auf einmal jeder Astralreisen. So. So. Das Wort Astralreise war kurz, glaube ich, so das Trendwort. Das war das Trendwort, hat nur noch gefehlt, dass das in diesen Jugendduden reinkommt. Mhm. Aber bevor überhaupt das live besprochen wurde bei Eli oder bei jemand anderen, haben wir das ja von Ali schon viel, viel früher gehört. Und da habe ich selber recherchiert. Es gibt sehr viele Foren, wo die Leute wirklich darüber reden, als ob das ganz normal wäre. Also es gibt viele, die darüber reden, aber das Witzige ist halt, viele beschreiben dieselben Erlebnisse. Also bei vielen fängt es auch mit der Schlafparalyse an. Mhm. Und das Krasse ist halt, bei den Mönchen, die ja den Körper mit Meditation ausschalten, bei denen ist es so, dass die sagen, dass das eine Vorbereitung ist auf das, was nach dem Tod kommt. Vielen Dank für den Support. Ja. Die sagen, diese Astralwelt, da gehen die Mönche hin und bereiten sich da schon mal vor auf das, was nach dem Tod kommt quasi. Die sagen, das ist die Welt, wo du danach dahin kommst. Und Bruder, ich persönlich, im Islam steht es ja genauso. Im Islam steht ja auch, wenn du schlafen gehst, breitet sich deine Seele aus und kann sich so weit ausbreiten, dass du ganz andere Orte dieser Welt bereist. Oder teilweise gab es auch eine Stelle im Koran, glaube ich, wo jemand bis zu Gott mit seiner Seele irgendwie gereist ist, weil die sich so weit ausgebreitet hat. Ich glaube, irgendein Prophet war das, bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Mhm. Und dieses jeder sagt, dass er es kann, Bro. Also Ali zu der Zeit, Ali kann es immer noch, er hat nur einmal eine Astralreise gehabt, wo dann auch diese Wesen kamen und dann hatte er einen Herzstillstand im Krankenhaus und seitdem macht er es halt nicht mehr. Also bei Ali ist es deswegen. Ja. Also was ich gerade hinzufügen muss, jedes Mal, wenn ich eine Schlafparalyse habe,
klopft mein Herz wie verrückt. Ja, das war viel. Theoretisch so. Jedes Mal die Simulation, ich spüre also wirklich, das sind die schrecklichsten Schmerzen in dieser Paralyse, die ich habe. Ein Druck oder Schmerzen in meiner Brust, wo ich denke oder glaube, ich sterbe gleich an einem Herzinfarkt. Ja. So schlimme Schmerzen habe ich. Und dann wache ich auf, als ob nichts gewesen wäre. Aber die hast du nur, weil du Angst hast, oder? Ich glaube, es ist die Angst. Ja. Womit ich mich aus der Paralyse immer wecke, das ist das, was ich nämlich gegoogelt habe, ja. Ist der einzige Ort oder die einzigen Dinge, die du bewegen kannst in der Schlafparalyse, sind deine Fußzehen. Und damit signalisierst du deinem Körper, dass du wach bist. Und okay. Ich mache das tatsächlich jedes Mal und es klappt. Also ich wache nach ein paar Sekunden, ich wackel da mit meinen Fußzehen und dann wache ich auf. Ja, ich mache es mit meinem Bein tatsächlich. Also ich weiß, ich kann die Beine dann bewegen, komischerweise. Aber auch so, Fußbereich, Beine, so. Ja. Es gibt mehrere Methoden, aber die beste Methode ist einfach zu warten. Ruhe zu bewahren und zu warten. Weiß. Dauert so 10 Sekunden, auch, dann bist du wach. Du merkst das ja, also, wenn du schon mal eine Schlafparalyse hast, dann weißt du, wovon ich rede. Das ist so, als ob du so in so einem Kleber bist, so ganz langsam. Ja, ganz so. Genau. Ja. Und du merkst auch gerade, wie du reinkommst. Also ich merke das. Wie du reinkommst, merkst du? Ja, ich merke. Ich werde einfach wach und ich bin drin. Bei mir, manchmal ist es auch ein Traum. Wo ich denke, okay, das ist gerade die Realität. Ja, und dann kommst du rein. Und dann falle ich rein, ja. Dann kribbelt es so ein bisschen, dann fängt die Panik an, Herzklopfen, Schmerzen. Nach ein paar Sekunden, wenn ich denke, ich sterbe gleich, ich wache auf, nichts gewesen. Aber hast du die oft, die Schlafparalysen? Tatsächlich war es eine Zeit lang immer so, wenn ich Mittagsschläfe machen wollte. Ja, krass, wenn du übermüdet bist. Wenn ich Mittagsschläfe machen wollte und dann hat es mich so, das ging so auf meine Psyche, weil ich denke mir, ich bin hundemüde, ich will einfach nur schlafen. Aber ich werde die ganze Zeit wach wegen meinen Schlafparalysen. Ach so, und so dann krass. So nach der dritten, vierten Schlafparalyse, ich hatte die auch teilweise hintereinander. Okay. Und dann so nach der dritten hat es danach gelassen und dann konnte ich schlafen. Aber meine letzte Schlafparalyse ist jetzt bestimmt Monate her. Bro, bei mir voll crazy. Ich habe einmal geträumt, wie ich mit einem Kollegen bei so Leuten zu Hause bin und wir irgendwelche krummen Geschäfte machen wollen. Und dann, das waren irgendwelche, Land ist jetzt egal, irgendwelche Männer, Brecher so, und die sagen, ja, kommt mit, wir haben das Geld in dem Raum und so. Und dann gehen wir gerade dahin, dann halten die uns so Tücher an den Mund und wir werden so ohnmächtig. Und ich werde wach in die Schlafparalyse. Als ob die Ohnmacht quasi in echt, Bruder, das war so crazy. Und dann werde ich wach und kann mich nicht bewegen. Und ich denke, bin ich jetzt von diesem Typen entführt worden oder bin ich jetzt in der Schlafparalyse? Krass, so, ne? krass. Und das war auch crazy. Aber versuch das mal, wenn du in der Schlafparalyse bist, an jeden, der das jetzt hört, der kann es auch mal versuchen. Wenn du in der Schlafparalyse bist, versuch mal ruhig zu bleiben als erstes, ist ja nichts Schlimmes. Du musst wissen, du stehst ja gleich eh wieder auf. Versuch dir mal vorzustellen, nur vorzustellen, sag, ich gehe jetzt aus meinem Körper raus und fliege rum wie ein Geist quasi. Stell dir das mal vor, du wirst merken, dass etwas sehr, sehr Komisches mit deinem Körper passiert. Du wirst ich wusste nicht, dass die Schlafparalyse der Start deiner Astralreise ist. Das war mir nie bewusst. Bruder, stell dir also das... Also ich könnte, wenn ich sage, ich hatte schon über 100 Schlafparalysen, locker. Ja, ich auch, bei mir auch. Stell dir das nur mal vor bei der nächsten. Wahrscheinlich wirst du sogar heute eine haben. Immer wenn man darüber redet, ist es leider... heißt heute? Morgen? Stimmt. Du wirst eh übermüdet sein, Bruder, nach 24 Stunden. Dann, du wirst, wenn du dir vorstellst in der Schlafparalyse, okay, ist jetzt nur eine Schlafparalyse, ist nichts Schlimmes, ich werde gleich wach, aber ich probiere jetzt mal was. Ne? Stell dir vor, nicht Hände oder Füße bewegen, nur so, als ob du so... Stell dir vor, wie so ein Anime-Charakter. Du fliegst einfach so raus, wie so ein Dragon Ball oder was weiß ich was, ne? Und du wirst merken, wie du dich von deinem Körper löst. Das ist so krass. Jeder, der es probiert, kann auch gerne am Ende sein Feedback geben. Du wirst es merken. Und wenn du alles richtig machst, wirst du sogar rauskommen und kannst dann in das Zimmer von deinem Bruder gehen, ohne Tür aufzumachen. Das ist halt das Beispiel, perfekte, da kann man jetzt perfekt andocken. Ich habe irgendwie einen Clip gesehen gehabt, dass jemand, der eine Astralreise gemacht hat, zu Edis ins Zimmer ist, während der live war. Ja, Schwachsinn. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit... Das ist Schwachsinn, sagst du? Ja. Es war irgendjemand, der dann Videos analysiert hat und gesagt hat, da gibt es eine Powerbank und so weiter und so fort. Guck mal, es gibt viele, die das können. Also es gibt viele, die Schlafparalysen haben und dann aus ihrem Körper raus können. Aber es gibt keinen, der so reisen kann. Die reisen können, das sind Leute, die wirklich Fähigkeiten haben. Das sind Leute, die das entweder seit Kindheit machen oder Leute, die das trainiert haben. Und von denen gibt es halt nur sehr, sehr wenige. Und das Krasse war, der Ali, als er das gemacht hat, ist er zu so einer Uni gegangen, zu so einem Professor, weil er sich untersuchen lassen wollte. Der hat gesagt, ich kann mir das nicht erklären, was da passiert. Aber ich weiß, dass es real ist. Und der Professor hat sich das angehört und hat ihm dann eine Karte gegeben von irgendeinem Freimaurermeister und meinte, melde dich mal bei dem, der kann dir da helfen.
Das war crazy. Er hat mir auch diese Karte gezeigt. Da steht auch Master of Freemason, bla bla bla, mit Symbol, mit Telefonnummer, mit Namen, Doktor so und so. Und der hat halt gesagt, der hat halt erst mit Ali geredet und meint so, ey, kannst du nur so in deinem Zimmer rumlaufen oder kannst du wirklich dahin, wo du willst? Und Ali so, ich kann hin, wo ich will. Ich kann nach Amerika, ich kann nach Ägypten, ich war auf dem Eiffelturm, ich kann überall. Ach, so krass war das bei ihm. Ja, er konnte ja hin, wo er will. Überall. Das war, also der Ort war, musst du dir nur vorstellen quasi, und er konnte halt dahin, wo er sich vorgestellt hat. Das war halt crazy. Und das ist halt diese Stufe, wo du interessant wirst für gewisse Leute, weißt du? Und viele sagen, das ist Fantasie, Zauberei oder Verarsche und so weiter und so fort. Aber Bro, den kann man es nicht böse nehmen, den Leuten, weil wenn du keinen kennst, der das kann, der dir wirklich sagt, ey, das ist jetzt ein Kollege von mir, ich weiß, der wird mich niemals verarschen, oder das ist meine Mutter oder mein Vater, meine Schwester. Solange du keinen hast, der dir das wirklich sagt, ja, wirst du nie einen finden. Und dieses, ey, der mir jetzt sagt, was auf meinem Tisch liegt, kriegt 50 Euro. Bruder, die Leute, die sowas können, wurden wahrscheinlich schon von ganz anderen Leuten kontaktiert und haben keine 50 Euro, sondern vielleicht 50.000 oder 50 Millionen bekommen für so. Er hat tatsächlich während einer Astralreise einen Herzinfarkt gehabt. Ja, guck mal, Ali hat immer wieder diese Wesen gesehen, ne? Ali hat immer wieder diese Wesen gesehen und er hat auch seine verstorbene Oma gesehen, seine Großmutter, die mit ihm geredet hat und die ihm auch gesagt hat, so, ey, einmal war er mit seiner Großmutter am Reden, dann kam einer dieser Wesen. Gänsehaut. Das ist crazy, ja, die Story ist wirklich crazy. Und dann meinte die Großmutter zu ihm, Ali, lauf, renn weg, weil sie gesehen hat, dass dieses Wesen kommt. Das heißt, sie wusste auch schon, dass diese Wesen halt irgendwie schädlich sind für Menschen. Ne? Und er hat diese Wesen immer wieder gesehen und die haben immer wieder so an ihm gesaugt. Und das Krasse ist, in diesem Forum, wo ich damals recherchiert habe, waren auch so Leute, die so gar nicht an Gott glauben, so voll atheistisch unterwegs sind, die Astralreisen aber machen. Die schreiben dann so rein, ey, was sind das für komische Wesen, die immer zu einem kommen und an einem saugen und so. Ich sag denen immer, die sollen abhauen, die nerven mich voll und so. Die reden da so ganz normal drüber, ohne Angst, ohne nix, ne? Ja. Yeah. Und Ali hatte auch die Theorie, dass die kommen, wenn du Angst hast. Durch deine Angst, das wird irgendwie sichtbar in dieser Astralwelt, weil das Merkwürdige ist, in dieser Astralwelt funktioniert alles über Gedanken und Gefühle. Wenn du denkst, du bist stark, bist du auch stark. Wenn du denkst, du bist schwach und hast Angst, hast du auch Angst und bist auch schwach. Also ich glaube, ich habe jedes Mal Angst. Ich hatte in keiner Paralyse, war ich je irgendwie, also keine ging irgendwie 5 Sekunden oder mehrere Sekunden, dass ich keine, also jedes Mal hatte ich Schmerzen, Panik, Angst, Herzklopfen. Nie war es so, dass ich irgendwie für 10, 15, 20 Sekunden entspannt da lag und dachte, oh, wie entspannt, ich bewege jetzt kurz meine Füße und dann bin ich wieder wach. Bruder, mach das mal. Ich habe auch immer Schiss vor Schlafparalysen gehabt, ne? Als ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, wirklich immer mehr damit beschäftigt habe und ich wusste dann alles. Ich wusste, es gibt diese Wesen, ich wusste, Schlafparalyse, bist du nicht direkt nach Astralreise, sondern kannst da raus, wenn du das und das machst und so weiter und so fort. Wenn Schlafparalysen heute kommen, Bruder, ich chill einfach und warte kurz. Und das Ding ist, ich mache dann diese Methode, um so rauszukommen, dann spüre ich, wie das losgeht und dann breche ich immer ab. So, ich spiele damit. Wie mit so einem Gasding vom Roller so oder vom Motorrad, weißt du? Krass. Ich spiele so aber ein bisschen damit. Aber willst du es nicht zulassen? Nee, oder? Bruder, ich weiß, wenn ich so ein Wesen sehe, ich werde direkt Herzinfarkt, alles und Game also over. Also ich hatte eine, das war, glaube ich, so die verrückteste Paralyse, die ich hatte. Ja. Es war abends. Ich wollte, das war zwar tatsächlich nicht mittags, sondern nachts. Ich wollte schlafen. Ja. Und dann bin ich, glaube ich, schon, also ich war hundemüde, ich wollte schlafen und dann bin ich nach ein paar Minuten schon in dieser Paralyse drinne gewesen. Mhm. Aber diesmal war es so, dass ich Kribbeln in der Brust hatte. Also ich hatte so ein gewisses Kribbeln in der Brust und ich konnte mich halt nicht bewegen. Und ich weiß, ich habe in der Ecke von meinem Zimmer ein Wesen gesehen. Ich wusste nicht, was es war. Das sind diese Wesen. Komischerweise sagt jeder, dass diese Wesen in der Ecke sind. Jeder erzählt das so. Als ob die, jeder erzählt, dass sie in der, und so wahrscheinlich am Hocken oder so, ne? Am Sitzen. Nee, ich habe nur so, das war eine, also bis, also ich glaube, ich habe so 2,5 Meter, nee, 3 Meter, nee, weiß nicht, wie hoch meine Decken sind, aber die Gestalt ging quasi bis zur Decke. Okay. Also so, ich habe nur den Umriss gesehen, ich kann mich auch kaum dran erinnern, ich weiß nur, ich habe den Umriss gesehen. Schwarz. Bin Panik geworden, ja, komplett dunkel, ja. Ich habe nichts gesehen. Ja. Hab Panik bekommen und nach 10 Sekunden bin ich wach geworden. Und dann hast du in die Ecke geguckt. Die Gestalt hat auch nichts gemacht. Die stand einfach nur in der Ecke, die Gestalt. Ja, ja, ich glaube, die warten immer darauf, dass du komplett rausgehst aus deinem Körper. Und dann das erst. Das ist halt so krass. Es ist, guck mal, das mit diesen Wesen, die sieht jeder. Aber diejenigen, die keine Angst haben, da hauen die direkt ab. Bei vielen hilft es auch, Gebete aufzusagen. Wenn du ein Gebet aufsagst, verschwinden die auch. So als ob die so meinst du, in der Paralyse, genau. Meinst du? Genau, Ali hat immer so ein Gebet aufgemacht und dann sagt er, die sind wie so in sich so reingeflogen, so wie so verschwommen, weißt du?
Und dann sind die so verschwunden. Und das Ding ist, guck mal, einer schreibt bei dir, manchmal höre ich auch so Geschreie. Ja, das ist tatsächlich auch so. Wenn du Schlafparalyse hast, ich habe zum Beispiel einmal eine weibliche Stimme meinen Namen in mein Ohr so richtig laut reinflüstern gehört. So, Miguel, so richtig laut, ne? Du hörst auch so Schreie, Flüstern, Namen, alles, was dir Angst macht, hörst du. Dass die Kunst dahinter ist halt, keine Angst zu haben und zu denken, ich weiß, das ist alles normal. So. Das ist halt, also muss halt erstmal hinbekommen. Ganz kurz, Ja. Sylo und Farid-Pummel steht später noch an. Ich weiß noch nicht wann, aber später. Das heißt, wenn es für euch zu spät wird, sagt einfach Bescheid. Bruder, generell, wie gesagt, also was mich schockiert, und dafür hat sich der Talk schon so gelohnt, dafür hat der Talk sich schon so gelohnt, ich wusste nicht, dass die Schlafparalyse der Anfang der Astralreise ist. Ja, das ist leider so. Was ich sage immer leider, weil ich selber so ein Schisser bin. Ich weiß selber, für mich wäre das nichts, ne? Ich weiß, ich könnte sofort, wenn ich wollen würde, eine Astralreise starten, versuchen und so weiter. Mir ist auch tatsächlich aus Versehen passiert einmal, wo ich dachte, ich bin Krass. wach, wo ich dann gemerkt habe, ich bin nicht wach, ich bin in der Schlafparalyse. Und ich war schon im Flur und habe nach meiner Frau gesucht, wie so ein Idiot. Und dann bin ich wach geworden, Ach lag du im Bett. Kacke, Naja. krass. Ich lag in meinem Bett, guck mal, das ist auch eine krasse Story. Ich lag in meinem Bett und denke so, ich bin wach. Ich dachte, ich bin wach. Und dann gucke ich oben auf die Gardine, also vor mir sind zwei Fenster und Gardinen, ne? Und auf der Gardine kommen so, wie so Zahlen, wie wenn du mit der Tastatur bei Word oder so einfach tippst, so tak, 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 Zahlen bei der Gardine oben. Und ich gucke da so hin, denke so, hä, bin ich dumm? Oder sehe ich da gerade Zahlen? Und dann sehe ich auch ganz kurz, wie einfach da so Mohammed steht. Ganz groß. Oder und ich bin Christ, so, weißt du, was ich meine? Das ist immer direkt so, hä, wie Mohammed, so, warum nicht Jesus? So, ne? Und dann sehe ich so, wie du die Schrift da so, die Mohammed steht, dann wieder weggeht und so. Und dann denkst du, crazy, Digga, was ist das, ne? Und dann merke ich, dass diese Gestalt so diese Gestalt, die du auch beschrieben hast, so über mich kommt und dann so über Gänsehaut, mir ist. Bruder. Aber die ist so weit über mir, dass ich meine Augen so machen muss. Und ich kann mich aber nicht bewegen, so, weißt du, ich kann nur die Augen bewegen. Ich sehe so, die ist hier oben. Und ich sag dann so, mit Gedankenstimme so, sage ich so, ich habe keine Angst vor dir, ich weiß, was du bist, ich habe mich damit befasst und so, brauchst gar nichts versuchen so. Und dann sehe ich, wie die so weggeht, einfach weg. Boah, Und dann krass, das ist das, dachte, was du vorhin gesagt hast, mit wenn man keine Angst hat, genau, du darfst verschwinden. keine Angst haben, dann sind die weg. Bruder, und dann stehe ich auf aus dem Bett und denk so, boah, crazy. Und gehe so in den Flur und guck so in Badezimmer rein, so, ne? Wo meine Frau ist, ich dachte, die macht sich fertig oder so, ne? Und dann auf einmal merke ich, wie das so vibriert und ich so, bumm, in meinem Bett wach werde. Und dann dachte ich so, Bro, was war das für ein crazy Traum, denke ich mir so, ne? Und dann gucke ich direkt intuitiv auf die Stelle an den Gardinen, wo ich diese Zahlen, Buchstaben gesehen habe, ne? Und gucke, die haben dieselbe Form, die haben ja immer eine andere Form, wenn du die auf und zu machst, wie ich hatte, als ich am Schlafen war, Als du am Schlafen als ich warst. das gesehen habe. Und dann dachte ich mir so, das, wenn das ein Traum gewesen wäre, würde das komplett anders aussehen. Dann kann ich das nicht korrekt, die originale Form sehen, ne? Mohammed in lateinischen Buchstaben weiß ich nicht. Es waren ganz, waren Buchstaben auf jeden Fall, Flacco. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Aber es sah sehr komisch aus, wie bei Matrix, diese Buchstaben da immer. Und dann dachte ich mir so, okay, das war gerade eiskalt eine Astralreise und ich habe es einfach nicht gecheckt. Das heißt, du hattest ungewollt eine Ja, Astralreise. und es ist auch so, dass sehr viele Menschen das ungewollt haben. Es gibt sehr viele Menschen, es gibt Menschen, die haben das jede Nacht, aber wenn sie wach werden, können sie sich nicht daran erinnern und checken das gar nicht. Das Das ist so ist. heftig. Also, was ich viel verblüffender für, oder was heißt verblüffend, was ich schon sehr, wenn man jetzt eine schwache Psyche hat, beschäftigt das bestimmt einen, und deswegen rede ich gerade gezielt für den Chat, dass dein Freund einen Herzstillstand wegen einer Astralreise hatte. Ja. Ist, wo ich sage, Stopp. wo auch ein bisschen, wo ich sage, stopp, Ja, ja, safe. und zweitens wirklich Gänsehaut habe und teilweise Angst, wo ich mir denke, krass, wegen einer Astralreise Nee, hatte der man muss Mann dazu einen sagen, Herzstillstand. der hatte eine Herzentzündung schon, weil also er lag im Krankenhaus schon. So. Ach, Und er hatte eine krass. Entzündung wegen einer Herzmuskelentzündung und war aber gerade in der Genesung, war alles gut. Dann hatte der Astralreise und dann sieht er dieses Wesen und dieses Wesen sagt auf Arabisch, ich werde dich jetzt umbringen und deine Seele nehmen und geht so zu ihm ans Bett. Und er steht so in der anderen Ecke mit seinem Astralkörper. Und er sagt zu dieser Figur, nein, geh weg, du wirst nichts nehmen. Die streiten sich so. Und dieses Wesen ist schon so an seinem, wie so ein Film, Bruder. Wenn ich das erzähle, habe ich wie so einen Film im Kopf. Und diese Figur ist schon an ihm und saugt so an ihm, ne? Und dann sieht dieser Ali, wie seine Mutter reinkommt in das Zimmer und heult und so, weil er gerade einen Herzstillstand hat und die Ärzte alle da so an ihm sind. Und dann sagt er ein Gebet auf der Ali und diese Figur, bam, verschwindet. Und dann wird er wach auf einmal so, bam. Und dann heißt es, du hast einen Herzstillstand, wir haben dich reanimiert, bla 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 bla. Und er sagt, ich weiß, ich habe alles gesehen, wie meine Mutter reinkommt und so. Er hat alles gesehen, während er diesen Herzstillstand hatte.
Das ist halt. Und ab da, Bruder, ich wünschte, die Kamera würde, ich habe eine Gänsehaut, das kann ich dir nicht erklären. Bro, weißt du, wann du Gänsehaut kriegst? Wenn du das aus eigenen Quellen erfährst, von eigenen Kollegen. Ja, das ist ja das Ding, weil für viele jetzt, die sind jetzt hier im Stream, ja. Die hören dir zu. Ja, ja, ist natürlich der verrückte das Streamer. Das Thema ist sehr, sehr interessant, ja. Aber die denken sich, normal, also für mich wäre es auch anders, wenn jetzt mein Bro, den ich seit 10 Jahren kenne, mir das erzählt. Safe, hundertprozentig. Aber es ist so heftig geil. Und seitdem hat er aufgehört? Das war der letzte Moment, wo er hat halt noch wieder Bock. Jetzt ist gerade der Moment, wo er gerade wieder Bock kriegt und sagt, ist es doch irgendwie interessant und so. Ich glaube halt, die Menschen werden auch süchtig danach, Migo. Das ist das Ding. Bruder, stell dir mal vor, du hast so eine Fähigkeit, Bruder, womit du jeden spionieren kannst, Bruder. Überleg dir alleine was für finanzielle Vorteile du dir erhaschen kannst mit solchen Sachen. Bruder, das ist das Ding. Du kannst zum krassesten Trader der Welt gehen, dich neben den setzen und ihm eine halbe Stunde zugucken, was er da tradet. Und dann gehst du nach Hause und machst das auch. Dann machst du mal schnell auch eine generell, Million. Also angenommen, du wärst Lobbyist, du gehst einfach an irgendwelche Meetings und hörst Meetings zu, was ja, die besprechen. Ja, safe. Also es ist ja die ich würde mir erstmal das Coca-Cola Coca-Cola-Rezeptur holen gehen, Digga. Nee. Das ist krass. Weißt du, ich habe noch einen Kollegen, der ist verstorben vor 1,5 Jahren, glaube ich jetzt. Oh, mittlerweile. Mein Beileid, Bro. Danke, Bruder. War auch ein Streamer, sehr cooler Typ sogar. Und der hatte 2 Herzinfarkte, beim zweiten ist er gestorben und beim ersten hatte er einen Herzstillstand. Und weil ich mich mit diesen Themen befasse, habe ich ihn gefragt, so, wie war das eigentlich, als du quasi tot warst, ne? Mhm. Und er meinte, das war ganz komisch, weil ich habe halt noch mitbekommen, wie ich ins Krankenwagen gekommen bin und dann irgendwann war ich halt weg. Und irgendwann bin ich dann wach geworden in diesem Zimmer, wo die Ärzte um mich herum waren. Und ich konnte mich so bewegen. Ich bin einfach rausgelaufen dann aus dem Ärztezimmer und sehe meine Kollegen im Flur, also im Gang von der Klinik. Und er sagt so, ich habe gesehen, wie die halt, wie die voll heulen auf dem Boden und so voll am Trauern sind und so, erzählt er, ne? Und das Krasse ist, er erzählt das mir und sagt dann so, ja, und dann bin ich wach geworden und dann habe ich gesehen, wie die mich wieder reanimiert haben im Krankenhaus so. Und dann hat er seine Freunde gefragt am Ende. Und die haben gesagt, ja, ich saß da an der Ecke und ich habe echt geheult und ich war wirklich da und habe das in der Hand gehabt und so weiter und so fort. Es hat alles gestimmt. Ich persönlich glaube, dass die Ebene auch wie im Islam beispielsweise, wo du hinkommst, bevor der jüngste Tag kommt, diese Zwischenebene quasi. Das hat auch eine Bezeichnung. Ich habe vergessen, wie die Bezeichnung heißt. Ich sag diese, weil ich es nicht weiß, sage ich einfach diese Zwischenebene. Ja. Ich glaube, da sind alle Verstorbenen. Und du kannst mit dieser Astralreise dahin. Aber du solltest nicht dahin. Das ist nichts, wo wir eigentlich was verloren haben, weißt du? Das wäre jetzt sogar meine nächste Frage gewesen. Warum glaubst du, das ist jetzt einfach eine persönliche Frage, ja. Warum glaubst du, ist unser Körper in der Lage oder warum sind wir in der Lage, in diesen Zustand zu kommen? Wenn uns das verboten ist oder warum, wenn es so gefährlich ist, wie es ist, wie kann es sein, dass wir die Möglichkeit haben, dahin zu kommen? Bruder, es ist ja nicht verboten. Logisch, dass es nicht verboten ist, aber wir wissen, dass es gefährlich sein kann. Ja, was heißt wir wissen? Wir vermuten, Bruder. Ob es wirklich gefährlich ist, weil Ali jetzt ein Herz... Also es gibt auch Leute, die sagen, ich hatte einen Kollegen, der hat immer Astralreisen gemacht und irgendwann war der tot. Ob es jetzt daran lag oder nicht, weiß man nicht, aber vielleicht kann es daran gelegen haben. Bruder, es gibt viele Dinge, die gefährlich sind für uns. Aber sowas ist jetzt natürlich am interessantesten, weil es alles so übernatürlich ist und so, ne? Ich sag mal so, wenn du an Gott glaubst, musst du auch daran glauben, dass es eine Zwischenebene gibt, da wo auch Geister sind und Dämonen und all die Sachen, weißt du? Und wenn du weißt, dass es so eine Welt gibt, dann wirst du irgendwie entweder irgendwann selber dahin kommen oder irgendwie einen Einblick dahin kriegen, was weiß ich. Viele haben ja in Träumen auch Sachen gesehen, die sie nicht sehen sollen. Und dann haben sie es wiedergegeben. Oder wenn Leute, die eine Nahtoderfahrung hatten. Ist auch krass, Bruder. Leute mit Nahtoderfahrung erzählen fast alle dieselben Geschichten. Ich habe ganz krasse Geschichten schon gehört. Zum Beispiel von einem, das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, von einem sehr, sehr guten Freund, der Vater. Der hat so mal einen Herzinfarkt gehabt. Krass. Und er kann sich dran erinnern, also er hat Gott sei Dank überlebt, ihm geht es heute wieder besser, aber er kann sich dran erinnern, dass als er im Koma lag, ja. Kann er sich teilweise an Gespräche erinnern, die stattgefunden haben, als er im Koma lag, als Leute dort waren. Er kann sich, er hat verstorbene Menschen gesehen, die dort an seinem Bett saßen und zu ihm gesagt haben, es ist noch nicht so weit, du bist noch nicht bereit.
Ja, das haben auch ganz viele das beschreiben das. Das ist so krass. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Bro, es gibt verstorbene Leute aus der Familie zu ihm sagen, du bist noch nicht bereit. Ja. Und irgendwann ist er wach geworden und hat genau die Geschichte erzählt. Bruder, es gibt auch es gibt Geschichten von einer Frau, die gestorben ist, Nahtoderfahrung hatte, ihre Großeltern gesehen haben und die Großeltern waren am Spazieren und am Lachen und so und dann haben die gesagt, hey, was machst du denn hier? Und haben so voll erschrocken und haben dann zu dem Mädchen gesagt, ja, es ist noch nicht deine Zeit. So. Also die wissen wohl, wann du kommst, weißt du? Und die haben dann gesagt, es ist noch nicht deine Zeit, du wirst jetzt gleich wieder auf die Erde gehen und bla 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 bla, so, ne? Bruder, für mich persönlich, wir Menschen haben ja alle Angst vorm Tod. Kannst mir sagen, was du willst. Jeder hat immer diese Grundangst, so boah, zu sterben, ne? Ja, logisch. Aber logisch. Es steht nirgendwo in keiner Religion dieser Welt, dass man Angst vor dem Tod haben dass sollte. Dass man Angst haben sollte oder dass es was Schlimmes ist. Es steht nur, ja, wenn gut, du Angst, scheiße Angst bist. Haben kann, ja, nur, ja, Angst wenn, haben wir ja, glaube ich, nur. Angst haben wir ja, glaube ich, nur. Ob gläubig, nicht gläubig. In general, dass du einfach die Leute nicht mehr siehst und Leute traurig sind. Aber überleg dir mal, wenn du, stell dir vor, du stirbst. Du siehst die Leute nicht mehr. Und dann begegnest du auch Gott und Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Der stirbt dann, der stirbt dann, der stirbt dann und du wirst die sehen, ihr werdet hier für immer leben. Hättest du dann, würdest du dann, dann ist doch die Angst weg. Dann sagst du, ja, okay, lass ich die da und dann werde ich dir eh wieder sehen. So. Es gibt ja Geschichten von Freunden in der Moschee, der Sohn, der war glaube ich 19 und das letzte lebende Familienmitglied war sein Vater, der ist gestorben. Ja. Und bei der Beerdigung hat der Sohn gelächelt. Er war nicht traurig, jeder um ihn herum hat geweint, außer er. Ja. Und dann haben ihn die Leute gefragt, warum er nicht weint und er hat gesagt, warum? Irgendwann sterbe ich und dann sehe ich meinen Vater wieder. Ja, aber es ist ja auch faktisch so. So, Philipp, man sagt auch immer, dass jeder Mensch wie eine eigene Mission hat auf der Erde. Mhm. Jeder Mensch, wir leben nicht umsonst, das steht ja fest. So. Sowieso, ja. Im Islam sind wir hier, um zu lernen, alles sind Prüfungen, damit wir im Paradies komplett sauber und belehrt reinkommen, wenn wir alles richtig gemacht haben. Ja? Ich glaube nicht, dass der Tod irgendwie ein Ende ist. Es gibt Leute, die sagen, ja, dann ist Black Screen, man sieht gar nichts mehr und alle, hört nichts mehr, alles ist weg. Ist niemals, Quatsch, nein. Ich kann mir vorstellen, dass das so ist wie in der Astralwelt, aber halt ich glaube, wenn du weg von deinem Körper bist, wenn dein Körper weg ist, tot, ja, nicht mehr lebensfähig ist, ich glaube, dann kommt der Moment, wo du verstehst, dass du eigentlich immer schon das warst, dass das, was danach kommt. Weil du wurdest ja in den Körper, weil, guck mal, laut Koran, ich rezitiere ganze Koran-Verse, obwohl ich Christ bin, laut Koran standen wir ja alle schon mal vor Gott. Wir haben alle schon mal Gott gesehen, ob wir es glauben oder nicht. Unsere Seele stand schon mal vor Gott. Das ist schon ein krasser Gedanke, wenn du dir das überhaupt überlegst. So wird es heißt, wir wurden ja bewusst in den Körper gesteckt, der sterben kann. Warum wurden wir in diesen Körper gesteckt? Nicht, damit wir coole Klamotten tragen und frische Frisuren haben. Aha. Wir wurden in den Körper gesteckt, weil wir alle irgendwo eine Aufgabe haben. Für den einen ist es, er muss verstehen, nicht sauer zu sein, wenn ihm was Schlechtes getan wird. Der andere muss lernen zu lieben, weil er sehr kalt ist. Aha. Der andere muss, einem kranken Kind helfen. Der andere muss irgendwas. Jeder hat seine eigene Mission. Wir wissen nicht, was es ist. Aber im Endeffekt haben wir ja alle dieselbe Mission. Sondern wir müssen irgendetwas lernen, was wir nicht vielleicht nicht drauf haben oder was oder etwas verstehen, was wir nicht verstehen. Erst dann sind wir bereit, ne? Aber diese Angst, die man hat, so auch so, ich beispielsweise habe Flugangst. Obwohl, warum? Hatte ich auch tatsächlich, das verbindet uns. Bruder, ich habe Flugangst, die hat sich entwickelt, nachdem ich in Dubai war, weil der Rückflug so turbulent war. Man hat immer den einen Flug, der dazu bringt, dass du Flugangst hast. Ja. Das stimmt wirklich. Und dann, ja, was kann passieren? Das Flugzeug stürzt ab, du bist tot. Aber im Endeffekt so, ja, Bro, stell dir mal vor, du lebst dein ganzes Leben jetzt mit Angst, ne? Wie willst du denn überhaupt Sachen lernen, Sachen machen, Sachen sehen, Sachen, es geht nicht. Ich erkläre mir das gerade selber, obwohl ich trotzdem immer noch Angst habe. Und deswegen, also man braucht, ich glaube nicht, dass man Angst haben braucht vor dem Tod. Glaube ich auf nicht. Auf einem stürzenden Flug gibt es keine Atheisten, stark, ey. Das ist wirklich so. Ist wie kommst du dich aber so mit, also du hast ja gesagt, du bist Christ, ne? Ja. Oder also, wie ist Thema Religion für dich? An allererster Linie? Thema Religion ist so. Ich bin Christ, aber ich praktiziere nichts aus der Bibel. Okay. Ich glaube, im Prinzip könnte man fast sagen, ich bin Agnostiker. Ich glaube an Gott. So, ich glaube daran, dass Gott existiert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich glaube an Ostern, Weihnachten und alles. Ich feiere das und bla bla bla. Für mich sind viele Sachen sowieso so Menschen geschaffen. Ich glaube, wenn du an Gott glaubst, für mich persönlich, die Sachen, die ich ohne Nachdenken erfüllen kann, sind
ein cooler, netter Kerl zu sein, zu helfen, lieb zu sein, zu Familie, Mutter, Fremden, Tür aufzuhalten, wenn eine Omi kommt und was weiß ich was, auch wenn die blöd zu dir ist, trotzdem sein, ja komm, gut die ist sein, halt, nichts Böses im Herzen genau. tragen. Also so, ja, ich verstehe. Ich kenne ja mein eigenes Herz. So, wenn wir in uns reingucken, wissen wir ja, boah, da sind jetzt 300 Euro und keiner ist im Raum, soll ich die nehmen? So. Du weißt ja, bin ich so einer oder bin ich nicht so einer? Ich weiß für mich persönlich so, vielleicht war das früher auch anders, aber mit dem Alter kommt es dann so, dass du sagst, hey Bro, komm, alles entspannt. Ich bin ein, ich will doch wegen 300 Euro jetzt keinen Stress haben. So. Also für mich persönlich ist so, ich weiß, ich möchte prinzipiell nur Gutes. Na klar habe ich noch meine schlechten Seiten. Vielleicht bin ich manchmal zu manchen Thematiken hasserfüllter als zu anderen Thematiken. Aber grundsätzlich, das sind die Dinge, die ich für Gott erfüllen kann. Ich mache einen guten Beitrag für die Welt. Ich bin ein netter Kerl. Mhm. Ich versuche mich gut zu verhalten. Und ja, aber jetzt, so, dass ich sage, ich bin Christ, das kann ich nicht sagen, oder? Ich finde, also was ich so bewundernswert finde, ist, du scheinst belesen zu sein, was Religion betrifft, oder? Es geht. Heißt belesen? Belesen ist immer ein schwieriges Wort, 100%, aber du hast dich mit Religion auf jeden Fall befasst, das merkt man. Ja, safe. Es ist sogar tatsächlich mittlerweile so, dass ich viel mehr Sachen aus dem Islam weiß, als aus dem Christentum. Es hat aber den Hintergrund, weil wir uns immer so betteln im Discord, Digga, mit meinen Jungs. Kennst du das? Du hast so eine Gruppe muslimisch, eine. Ja, das ist so, nein, Beispiel aber hier Daniel, ist so. Daniel, kennst du Daniel? Der Streamer, dein Kollege. Ja, genau. Ja. Er ist zum Beispiel, also wir sind ein Herz, eine Seele, Bros. Komplett. Ja, wir hassen uns, wir lieben uns. Ja. Er ist Christ, ich bin Moslem. Ach, und natürlich, wir diskutieren auch sehr oft. Bruder, verstehst du? Und glaubst wenn mir gar man nicht. Jetzt die abrahamitischen Religionen nimmt, lass es jetzt der Judentum sein, der Christentum und der Islam. Ja. Die Geschichte an sich ist ja eins zu eins gleich. Wir glauben an die abrahamitische Abstammung. Ja. Der einzige Unterschied, den quasi Muslime und Christen unterscheidet, ist ja quasi, dass wir noch an Mohammed glauben. Ja. Aber was für Diskussionen wir schon Bruder. Hatten. Der Ursprung ist ja derselbe. Guck mal, das ist ja der Witz. Du glaubst ja an den gleichen Gott. Ja. So, sich dann noch über die Religion zu streiten, Bruder, das will ja Gott auch nicht. Ja, Gott denkt sich auch, ich habe euch doch, auch wenn deine Religion nicht mehr aktuell ist, zum Christen beispielsweise, ja, auch wenn deine Religion nicht mehr aktuell ist, Bruder, ist schön, dass du es trotzdem machst. Aber streitet euch doch nicht, das ist das Letzte, was Gott wollen würde, weißt du, ich meine? Also denke ich mir. 100%. Nein, aber wir lachen da auch viel mehr, als dass wir uns dann irgendwie streiten. Ja. Wir machen mehr Jokes darüber, als dass wir uns da dann irgendwie in die Haare bekommen. Ja, 100%. Also wir streiten schon, aber das ist dann dieses Beleidigen, auf WhatsApp noch beleidigen, am nächsten Morgen, was geht, Bruder? Nein, nichts bei dir. So. Ja, am nächsten Morgen ist ja wieder alles, ist ja alles vergessen. Das war dann nur der Moment. Ja. Aber krass. Also man merkt, wie gesagt, ich finde, das hört sich immer so fatal an, aber ich finde, man merkt, wenn man mit einem Menschen spricht, ob er an Gott glaubt oder nicht. Das hört sich jetzt vielleicht in erster Linie verrückt an, aber ich finde, man merkt das im Gespräch oder so am Charakter, ob der Mensch gottesfürchtig ist oder nicht. Mhm. Welche Religion spielt in erster Linie gar keine Rolle, sondern ich finde, man merkt das sehr. Bruder, das hat man bei dir zum Beispiel direkt gemerkt. Bruder, soll ich dir mal was zu dem Thema sagen? Gerne. Natürlich glaubt man merkt das, ob jemand gottesfürchtig ist oder nicht, ne? Bruder, ich habe mit meinem Kollegen, wir machen manchmal so, wir sagen immer gottlose Witze, schwarzer Humor, dies, das, ne? Mhm. Und dann so, boah, nein, kannst nicht bringen, bla, bla, lachen wir uns so tot, ne? Und dann sage ich so, Bruder, jetzt mal eine Frage. Wer hat uns diesen Humor eingefügt? Gott. Meinst du nicht, Gott ist natürlich, ich kann nicht jemand sagen, Gott ist natürlich auch zornig, bestraft dich auch, wenn es sein muss, aber Gott hat doch zu 1.000.000% Humor, Bruder. Und man möchte sich nicht vorstellen, dass Gott auch was lustig findet, weil das so ist Gott, ne? Aber Bruder, du hast doch den Humor, den hat doch Gott erfunden, so gesehen. Weißt du, ich meine? Es gab ja auch die Propheten, lass es jetzt jeden Propheten sein. Jeder hatte seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Humor. Ja, der eine war ein bisschen kälter gestellt, der andere war ein bisschen witziger unterwegs, der eine hat mehr Jokes gemacht. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Ich verstehe schon, was du meinst. Irgendwo muss es ja herkommen. Ja, safe. Also ich will jetzt nicht sagen, Gott hat schwarzen Humor, aber weißt du, wie ich das meine? So, ne? Wenn wir uns, weil wir denken immer, wenn wir einen Witz machen, boah, dafür kommen wir safe in die Hölle. Nein, Bruder, natürlich. Würdest du sagen, Gott hat dich, Gott meinte es gut mit dir, als er dich auf die Welt gelassen hat? Ich glaube, Gott hat es mit jeder Seele gut gemeint, die er auf die Welt gelassen hat. Ja. In dem Endeffekt ist jeder seines Glückes Schmied und ich, zum Beispiel, wenn man jetzt nach der Religion geht, ist ja, jeder hat seine eigene Prüfung, sagen wir, und wir arbeiten auf die Achida hinaus, also sprich, das Leben danach. Ja.
Und ich finde, und das ist ein Satz, den ein Freund mal gesagt hat, und ja, ich sage ihn, wie er es genau, also wortwörtlich, er hat gesagt, der Teufel weiß schon, was er uns schmackhaft gemacht hat. Ja. Weil safe, alles, was irgendwie schmackhaft ist, ist fast, grenzt schon an Sünde. Ja. Jetzt nicht alles, logischerweise, aber lass es für manche Leute die Musik sein, was bei uns ja auch eine Sünde ist, lass es für manche Leute der Alkohol sein, das Rauchen, das, keine Ahnung, für die manchen ist es das Lästern, für manche Leute ist es das Beleidigen. Ja. Irgendwo weiß der Teufel schon, was er uns irgendwie schmackhaft gemacht hat. Ja. Hat ein Freund mal gesagt. Das stimmt. Ich glaube, inwieweit wer wie bestraft wird, weil bei uns heißt es auch, dass der erste Höllenbewohner ein Hafis ist. Das heißt, was ist ein Hafis? Jemand, der den Koran auswendig kann. Damit soll quasi gesagt werden, dass der erste Höllenbewohner ist jemand, der den Koran auswendig kann. Ob das so ausgeschrieben steht, weiß ich nicht. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ja, ich habe gehört, dass einer der ersten Höllenbewohner ein Hafis ist. Und damit soll quasi gesagt werden, dass es auch Heuchler gibt in der Religion. Und sowas auch bestraft wird. Mhm. Und er das quasi nicht gelernt hat, um es zu können, im Sinne von, ich möchte es weiter verbreiten und ordentlich machen. Sondern sich damit zu beschmücken. Ah, okay, guck mal, ich kann den Koran auswendig. Verstehst du? Ja, okay. Also ich glaube, irgendwo ist jeder seines Glückes Schmied und jeder, wenn du gläubig bist, kannst du viel dafür tun, dass du im Leben danach einen ordentlichen Platz findest. Mhm. Im Endeffekt, wer darüber aber richtet, ist Gott. Mhm. Und das, ob der neben mir, meiner Meinung nach, ein Kackmensch ist, aber dann Gott sagt, ey, hör mal zu, du gehörst dahin und er gehört dahin, kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Ja. Das sind halt Dinge, wo wir sagen, Gott weiß es besser. Ja, Gott weiß alles besser, zu 100%. Ja. Was ist denn deine Meinung? Glaubst du, wenn du mir die Frage stellst, ich stell sie dir mal zurück? Bruder, ich glaube immer, Gott hat uns 6 richtig im Lotto gegeben. Weil du musst dir mal überlegen, wir, wenn wir in Deutschland leben, wir zum Beispiel, jeder, der gerade zuguckt, hat wahrscheinlich ein Handy oder ein PC. Du hast von Gott Essen, Trinken, Wasser. Also du hast, guck mal, du kannst dir jeden Tag aussuchen, was du essen willst und was du trinken willst. Du kannst dir das jeden Tag aussuchen. Und das ist 100 Jahre, wenn du 100 Jahre lebst. Kannst du dir theoretisch jeden Tag aussuchen, was du essen und trinken willst. Du hast jeden Abend ein warmes, kuscheliges Bett. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du hast keinen Krieg vor der Haustür. Wenn du es jetzt geografisch betrachtest, hat Gott dir 6 richtig im Lotto gegeben, Bruder. Gott sei Dank. Die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass du in irgendein Land kommst, wo du dein Wasser jeden Morgen 10 Kilometer Fußmarsch holen gehen musst. Oder wo du Krieg vor der Haustür hast. Oder wo du kein Dach über dem Kopf hast. Oder wo du Insekten hast, die dich jeden Tag anfressen oder was auch immer. Theoretisch hat uns Gott 100%ig 6 richtige 100%. Im Lotto gegeben. Und das Krasse ist, wir fragen uns immer, boah, was wollen wir? Wir wollen erfolgreiche Streamer werden beispielsweise, ja? Mm. Wir fragen uns immer, ja, boah, ey, was will ich überhaupt werden? Wie alt bist du jetzt? 25, hast noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. So in den nächsten 5 Jahren müsstest du beispielsweise richtig Durchbruch machen. Mit safe, irgendwas 100%. Richtig Kohle machen. Muss so nicht stehen, dass sein. Ich sage, das, genau. Das ist es jetzt. Genau. Davon kann ich leben, ja. Und Bruder, was haben wir denn nicht, was du dazu brauchst? Es gab Menschen, die sind aus ganz anderen Verhältnissen reich geworden oder erfolgreich geworden. Weißt du, wie ich meine? Die Frage ist immer, wir streben ja alle nach demselben. So viel Kohle zu haben, dass wir schönes Haus, Auto, Frau, Kinder, Urlaubshaus, vielleicht noch Ferienhaus irgendwo in einem Land. Ja, das ist das, was die meisten auf hier 100% anstreben. Genau. 1000%. Genau. Ja. Und, aber was ist, wenn das gar nicht das ist, was dich glücklich macht und du weißt es selber gar nicht? Und deswegen bleibst du so, wie du bist. Aber okay, das war jetzt eigentlich gar nicht die Frage. Die Frage war eigentlich, erstmal. Amir, vielen, vielen lieben Dank für die 5 verschenkten Schlüssel. Genau, wollte ich gerade sagen. Dir. Ich bin selber Streamer, ich verstehe das. Ich muss mal kurz pausieren. Ich war cool, ja. Danke dir. Aber mach weiter. Was ist denn. Dir fehlt's doch an nichts, Bruder. Du könntest theoretisch, guck mal, du könntest theoretisch in den nächsten 2 Jahren locker 1 Million auf dem Konto haben, ohne Probleme. Wenn du richtig, richtig wollen würdest. Wenn du nicht Mittagsschlaf machst, wenn du nicht nochmal kurz chillst, wenn du keine Animes guckst, wenn du nicht noch kurz zockst, wenn du nicht noch kurz rausgehst mit Freunden. Du könntest in 2 Jahren Millionär sein und dann könntest du die nächsten 20 Jahre chillen, theoretisch. Mhm. Ja. Es ist so dumm eigentlich, ne? Ich hab mir mal selber gesagt, wenn ich heute mit meinem 13-jährigen Ich reden könnte, ich würde sagen, ey, hör mal zu, du Hund. Du Esel. Brech Kontakt zu all deinen Freunden ab. Mach Geld, tu zur Seite, überleg dir, wie du erfolgreich wirst. Brech alles ab, was du hast. Guck keine Animes, guck keine Filme, verschwende keine Zeit. Du brauchst nur 2 Jahre deines Lebens und lebst die nächsten 20 Jahre wie ein König, theoretisch.
100.000%. Ich habe schon Beispiele in meinem Bekanntenkreis gesehen, das reicht. Ja, ja. Ein Jahr, in dem du wirklich leidest, blutest, weinst, ja, ja, Depression hast, ja, gefühlt schon. Und dein Leben verändert sich schlagartig. Ja. 100.000%. Und dann sagen alle, der ist abgehoben, seitdem der Geld hat. Nein, Bruder, der hat nur seinen Arsch aufgerissen und will seine Ruhe haben. Ja. So.